Wir machen weiter. Immer weiter. Und ja, Finale. Also, heute geht's um die Wurst. Nicht verlieren und gewinnen an allen Fronten. Ja, ganz einfach, ne? Die Strategie gewinnen. Passt. Ja, wie. Es könnte so einfach sein, Leute. Ich blende uns das Interface ein und wir fangen mal mit der Strategiebesprechung an. Und wie immer gehen wir als allererstes auf Infrastruktur, Gelände, Ideologien und gucken uns das erstmal alles an, wie es hier rum aussieht. Also, spannenderweise haben wir ja quasi gegen die Franzosen gewonnen. Das orleanistische Frankreich ist nicht weg. Das ist da, wartet mal, da ist es immer noch. Das ist im Prinzip hier in Afrika noch so ein bisschen, da ist noch eine Hauptstadt, aber so richtig viel hat es nicht mehr. So, dann gibt es das Deutsche Reich, das ist mittlerweile relativ groß geworden. Denn man muss dazu sagen, Frankreich war ein Einzelkrieg. Pardon. Frankreich war ein Einzelkrieg. Das heißt, wir haben bereits gegen die Franzosen gewonnen. Und wir haben auch bereits die Länder unter uns. Und wir haben die Länder auch richtig erobert. Also die sind wirklich jetzt italienisches Staatsgebiet. Der Krieg gegen Frankreich ist quasi wirklich, wirklich, also der ist wirklich durch. Das ist also wirklich vorbei. Ja. Und da, also das ist der Punkt. Deswegen sieht man hier auch tatsächlich eine richtige Staatsgrenze, weil das hier wirklich jetzt durch ist. Ne? So, jetzt haben wir einige Herausforderungen. Deswegen, wir haben einmal ganz unten das nationalistische Spanien. Ich hoffe nach wie vor darauf, dass die den Deutschen nicht den Krieg, also auch den Krieg erklären und nicht uns. Denn einen Zwei-Fronten-Krieg schaffen wir nicht. Das muss man halt einfach ganz klar sagen. Und wir haben einfach auch zu viel Grenze mit den Deutschen. Auch das schaffen unsere Truppen aktuell nicht. Das heißt, wir müssen erstmal in meinen Augen noch bestimmt ein halbes Jahr jetzt erstmal in Produktion investieren, bevor wir gegen die Deutschen kriegsbereit sind. Wir dürfen es aber nicht riskieren, gegen die, also dass die Sowjetunion verliert. Ja, also das nur mal so vor. Kann man theoretisch auch das Deutsche Reich spielen? Ja klar, natürlich. Kannst du auch machen. Geht auch. Aber wenn man vieles über KI machen könnte, kann das nicht auch gefährlich werden? Vor allem, was mit Waffen zu tun hat, siehe Terminator und Skynet. Nein, aktuell nicht. Aktuell nicht. Du musst dir halt vorstellen, wie die KI aktuell funktioniert. Die KI denkt nicht. Das ist halt, also sie simuliert das. Das ist der Punkt. Du hast kein, die KI hat keinen freien Willen oder sowas und kann ihn auch meiner Meinung nach technisch aktuell nicht entwickeln. Das sind im Prinzip einfach nur Entscheidungen, die getroffen werden. Das heißt, du hast ein Netzwerk und da geht der im Prinzip ganz stumpf durch. Das ist im Prinzip so eine Ja-Nein-Matrix. Ich habe hier ein Bild. Passt das dazu? Nein. Passt das dazu? Nein. Und dann geht der immer weiter runter. Bis er irgendwann irgendwo angekommen ist und dann hat er eine Wahrscheinlichkeit von XY 100 und so weiter. Und dann sagt er dir, hey, pass auf, so sieht das aus. Und ChatGPT und solche KIs nutzen im Prinzip so eine Matrix, nicht nur neurale Netzwerke, die mit unheimlich vielen Daten trainiert sind, dass der einfach unheimlich viel weiß, um das zu entscheiden. Und dann hat der ein paar intelligente Algorithmen oben drüber, der im Prinzip die Entscheidungen unterstützt. So, mehr ist das, also mehr ist das eigentlich nicht. Ja? Und so sucht er dann zu einer passenden Frage die wahrscheinlichste passende Antwort raus. Und das neue Preview-Modell O1 das neue Preview-Modell O1 da gab es mal tatsächlich ein Paper drüber, wie die das verbessern wollen. Das O1-Modell überprüft sich im Prinzip selbst. Da sind verschiedene Modelle hinter, also die haben im Prinzip einfach das Netzwerk mehrmals trainiert auf verschiedene Arten und Weisen und lassen diese verschieden trainierten Netzwerke jetzt quasi gegeneinander antreten und sich in so einer Schleife selbst optimieren. Da gab es mal ein Paper zu, wie die das machen wollen, wie die diese Halluzination unterdrücken wollen. Das ist ganz interessant gewesen. Und du bist aber immer noch in keinem, das simuliert vielleicht eine Art Denkprozess, aber du bist in keinem Denkprozess oder keinem Entscheidungsprozess, die diese KIs aktuell können. Das ist im Prinzip nach wie vor das Gleiche, was es vorher war, bloß die machen das zwei oder dreimal und überprüfen sich damit selbst und die wahrscheinlichste Antwort, die von der KI als am wahrscheinlich richtigsten interpretiert wird, gibt er die dann aus.
Was anderes ist das nicht, das neue Modell. Also da ist noch nichts drin, was in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein könnte. Oder also klar, steuern und so kann der immer noch, ne? Aber ich bin ja auch, also ich habe ja verschiedene KIs ausprobiert. Ich habe zum Beispiel auch die Gemini-KI von Google ausprobiert. Das, nee, also rechne mal auf Sonntag zwei Tage drauf. Wo bist du dann? Donnerstag. Alles klar, Gemini, bist du dir da sicher? Nee, stimmt, war Unsinn. Ja, danke, das weiß ich auch. Naja, okay. Also da sind wir noch ganz weit von entfernt, von sowas wie Skynet. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Ja, da ist, die KIs sind dann noch, wirklich, das hat mit Skynet Gott sei Dank noch nichts zu tun. Ich finde es gerade problematisch, also wir könnten das Deutsche Reich spielen, ja, machen wir aber nicht. Ich mag das tatsächlich auch nicht so gern. Ezio Kilo, es tut mir leid, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Aber ja, es geht. Es würde theoretisch möglich sein, aber deswegen haben wir ja Italien gespielt und Mussolini aus dem Land rausgejagt, um mal wieder die Brücke zu schlagen zum Spiel. Ja? Wir haben deswegen ja Mussolini rausgejagt aus dem Land und wollten ja eigentlich nur gemeinsame Sache mit der Sowjetunion machen. Und dann hatte ich eigentlich geplant, dass das Projekt schon vorbei ist. Und dann einmal Deutschland angreifen und dann sollte das Thema durch sein. Es kam alles anders. So, zurück zum Thema. Also wenn ihr Fragen habt zu KI gerne, dann plane ich vielleicht auch mal einen Just Chatting KI-Stream. Dann können wir uns mal einen ganzen Tag mit oder einen ganzen Abend mal mit ChatGPT und Bildgenerierung und all sowas beschäftigen. Das nutze ich ja tatsächlich sehr intensiv. Also wenn er Bock drauf hat, dann schreibt es gerne mal. So, ich muss hier gerade eine Sache nochmal gucken. Dupdi-dupdi-du. So. Moin, Uck. Deinen Namen kann ich aussprechen. So, wir, genau, du kannst auch das Deutsche Reich spielen, das haben wir auch schon mal gemacht. Und dann die entsprechenden Bösen, wenn man sie so titulieren darf, aus dem Land jagen und dann eine Demokratie geht nicht. Du kannst eine Monarchie einführen. Doch, Demokratie geht auch. Adenauer war es, oder? War es Adenauer? Ah, wer war das denn? Das hatten wir als allererstes gespielt, als wir mit dem Eisernen Samstag angefangen haben. Da haben wir ihn aus dem Land gejagt und da haben wen eingesetzt? Nicht Adenauer, wer war denn das? Ich sehe sein Gesicht vor mir, ich komme nicht auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen, tut mir leid. Aber das geht, du kannst das machen im Fokusbaum. Eigentlich Ezio an den Assassin's Creed Charakter. Ja, genau. Dann weiß ich Bescheid. Dann nenne ich dich Ezio. Den kenne ich. Die habe ich auch alle gespielt. So, jetzt wollen wir erstmal die Strategiebesprechung weitermachen. Also, ihr Lieben, wir haben das Deutsche Reich gegen uns, aber aktuell eher nicht Großungarn. Die mögen uns. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Das Problem ist, die sind im Krieg gegen die Sowjetunion. Das heißt, wenn wir da beitreten, also, wenn wir gegen den Krieg beitreten, was unweigerlich so kommt, ist das hier unsere Gesamtfront. Der ganze Bereich hier. Und das müssen wir halten, das ist der Punkt, weil wir hier unten an diesen Punkten ganz wichtige Ressourcen haben, zeige ich euch gleich. Gut, ansonsten stehen die vor Stalingrad, Moskau haben sie bereits eingenommen. Wir müssen halt helfen, ne? Das ist halt ganz entscheidend. Wir müssen jetzt wirklich massiv Truppen ausbilden und dann in den Angriff übergehen. Gibt auch Programme, die Musik erzeugen können und all sowas. Ja, genau, richtig. Gibt's alles. Ich benutze aber tatsächlich nur zwei, ChatGPT und Leonardo, für meine Bilder und für den ganzen Rest. Ansonsten seht ihr es, ein Großteil der Welt ist tatsächlich mittlerweile kommunistisch und kämpft gegen die Deutschen. Der Teil hier unten in Amerika ist, also Amerika ist im Prinzip fast alles demokratisch und die kämpfen leider auch gegen uns, glaube ich. Das können wir gleich nochmal überprüfen. So, also das ist der Teil. So, jetzt gucken wir uns mal, warte mal, ich hatte mich ein bisschen geschoben. Ich schieb mich mal ein bisschen zur Seite. Dann könnt ihr da, Moment, da die Sachen, die Knöpfe da besser sehen. So, dann gucken wir uns bitte einmal an die Fraktionen, damit wir auch wissen, wer mit wem in der Fraktion ist. Also, die Achsenmächte
Hier in dem Bereich, übrigens spannenderweise mit den Niederlanden, die Alliierten sind hier noch zugange. Über diese Spezialsituation hier links in der Bretagne kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So, also, dann haben wir das, den Bund der Mittelmächte, also der, des Mittelmeers, der besteht aus der Türkei. Okay, dann gibt es die Groß- und das ist spannend. Pass auf, das ist spannend. Es gibt die Großasiatische Wohlstandssphäre. Ja, Obacht. Die Großasiatische Wohlstandssphäre mit Mitglied Spanien und, wer hätte es gedacht? Japan. Japan hatte einen Bürgerkrieg und hat keine Intention mehr auf China, sondern mischt sich jetzt in Europa ein. Sehr spannende Sache. Und da habe ich ja die Hoffnung, dass wir die, und die wiederum sind auch im Krieg gegen Deutschland. Also das wird auch spannend. Das heißt, die mögen uns oder die auch nicht. Das heißt, wenn wir Japan und dem Spaniern ein Durchmarschrecht geben für ihre Truppen, können die gegen die Deutschen mitkämpfen. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Das heißt, die sollten wir auf jeden Fall nicht vergrätschen. Und da sollten wir durchaus gucken, dass die mit Freund bleiben und die hier mitmachen können. Das heißt, das wären so die ersten Aktionen. Da können wir mal gucken, ob wir das machen können. Durchmarschgenehmigung, schade, machen sie nicht. Nun gut, da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. So, die Komintern sind, glaube ich, offensichtlich. Das sind, ich blende uns mal ganz kurz das Interface aus, damit wir von diesen ganzen Symbolen... Einen wunderschönen guten Abend. So, die Komintern, ja, eigentlich haben die Deutschen noch keine Probleme, denn die sind aktuell stärker als wir. Das muss man ganz klar sagen, ne? Die stehen kurz vor Stalingrad, haben Moskau bereits eingenommen. Ich weiß nicht, wie viel die Sowjetunion noch hat, 20%. Aber wenn das auf 0% fällt, Siegfortschritt, also für die Deutschen, also für die Sowjetunion auf 0, für die Deutschen auf 100, dann haben wir ein Problem und die sind nicht mal weit von entfernt, ne? So, ansonsten haben wir das Problem, ne? Ihr seht, alles gegen die Alliierten. Das Problem ist, die Alliierten sind auch im Krieg gegen uns. Das ist das größte Problem. So, da kommen wir jetzt mal drauf. Jetzt gehen wir mal auf Diplomatie. Das heißt, ihr seht, das Deutsche Reich ist im Krieg gegen alle, bis auf uns. Wir sind die Einzigen, die sich aktuell noch raushalten. Und das ist ein Vorteil und ein Problem gleichzeitig. Ihr seht, ansonsten sind die im Krieg gegen allen. Und wir, das sieht im Prinzip ähnlich aus, wir sind auch im Krieg gegen alle. Außer gegen die Deutschen. Und das wollen wir ändern. Und hier unten so ein paar Saudi-Arabien, Irak, Türkei, die halten sich auch noch raus, Tibet. Ansonsten sind wir im Krieg gegen alle. Spanien mag uns. Japan nicht, aber die sind zumindest nicht im Krieg mit uns. So. Also, das ist die Situation, wie sie sich darstellt. Dann haben wir, und das ist auch ein Problem, das zeige ich euch auch mal. Wo war es? Dupti-du, F8, was glaube ich, ne? Genau. So, hier hinten, wo ist das? Montenegro. Gibt es ganz entscheidend wichtige Ressourcen. Da gibt es nämlich Wolfram und Chrom. Ja, und dieses Chrom und diesen Wolfram brauchen wir tatsächlich für unsere Rüstungsindustrie oder allgemein das Chrom und den Wolfram hier. Also das ist durchaus ein entscheidender Teil unserer Rüstung hier oben in diesem Bereich. Da dürfen wir auf keinen Fall nachlassen. Ja, gut. Also, die Schweiz ist ja noch nicht übernommen worden, wie im Real Life. Was? Die Schweiz ist weg. Die Schweiz hat uns den Krieg erklärt. Das war ganz, keine Ahnung, also da sind Sachen passiert, die Länder sind freundlich zu uns oder mit uns und plötzlich erklären sie dir den Krieg und du stehst und denkst dir, nein, warum? Ich hab doch überhaupt kein Problem mit euch. Ja, ja. Es ist so, wie es ist. Können wir es nicht ändern. Deswegen musste die Schweiz leider daran glauben und wurde an Italien angegliedert. Obwohl ich glaube, nee, die noch, also die Schweiz an sich existiert. Das war ein Separatkrieg. Nur namens Herr Berlin. Hi, schön, dass du da bist. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Und wir sehen, die Sowjetunion steht aktuell bei 9, ach guck, 49%. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. So. Dann müssen wir jetzt am Anfang zwei Dinge machen. Wir müssen uns die Industrie angucken, Punkt 1. Wir müssen die Panzer angucken, da müssen wir an Panzerjäger-Design und eine Forschung ändern für den Panzerjäger, Punkt 2. Und Punkt 3, wir müssen
eine Infanteriedivision designen. Da haben wir eine, die würde ich gerne ändern, nicht die Hauptdivision. So, und dann müssen wir einmal in die Produktions... Wir fangen an mit der Logistik. Und ihr seht, wir haben 1.500 Packs von diversen Stationen. Das ist ja irre, das ist ja cool. Das sieht... Weil sie blau umrandet waren, dachte ich, die hat keiner übernommen. Pass auf. Die Schweiz an sich existiert noch. Die Schweiz ist nämlich ein ganz regulärer Krieg. Das heißt, der Krieg ist noch nicht vorbei und die Friedensverhandlungen sind noch nicht gewesen. Frankreich ist was anderes. Frankreich war ein Separatkrieg, nur Frankreich. Den haben wir gewonnen. Die hatten zwar Unterstützer, das war aber kein genereller Krieg. Und Frankreich ist bereits, da gab es bereits eine Friedenskonferenz. Das heißt, das ist wirklich durch, das Thema. Aber die Schweiz an sich existiert noch. Wir haben sie nur besetzt. Also das ist im Prinzip noch eine andere Situation. Das ist ganz, also das ist hier in diesem Spielstand komplett verworren. Das weiß ich nicht. Ja, das ist einfach komisch. So, also wir haben leichte Panzer auf Lager, Zusatzausrüstung, 40.000 Infanterieausrüstung, 1.500 Artillerie. Also das sieht erstmal grundsätzlich gut aus. Da müssen wir erstmal mit leben. Okay, so, dann gehen wir in die Rekrutierung nicht, sondern in die Production. Da haben wir aktuell noch eine Fabrik übrig. Wir brauchen auf jeden Fall einen Panzerjäger. Aber den können wir uns noch nicht designen. Das müssen wir in 85 Tagen machen. Deswegen würde ich jetzt 85 Tage lang erstmal Infanteriedivision bauen. Und alles andere versuchen wir erstmal zu stoppen. Tja. Wir nehmen mal das Feldlazarett raus und machen dafür die Forschungsdauer hier oben, den Slotun S1800, den brauchen wir. Dauert 75 Tage. Das ist ganz wichtig. Das ist die Panzerabwehr, die müssen wir erforschen, damit wir gleich... Wir können ja mal gucken, ob wir dort ein vernünftiges Design haben. Warum gibt es für die Panzer hier keinen... Also wir haben einen besseren, mittleren Jagdpanzer. Wir haben so einen einfachen Jagdpanzer. Wir können ja mal gucken, was meine KI gesagt hat, wie ich das ganze Teil abstimmen soll. Also meine liebe KI, pass auf, was hast du denn hier gesagt? Ich soll da reinpacken. Ein leichtes Panzerchassis, hab ich. Ein fester Turm für mehr Feuerkraft und geringere Kosten. Leichter Festturmaufbau, haben wir. 75 mm Kanone, das ist, keine Ahnung. Jetzt kein Panzerabwehrteil, ne? Kleine Bewaffnung, mittlere Bewaffnung. Das ist ein Jagdpanzer, aber der hat jetzt keine... Ja. Geht. Also wir müssen in meinen Augen erstmal... Also der hat eigentlich keine Panzerkanone hier. Mittlere Bewaffnung, kleine Bewaffnung. Einfache Hochgeschwindigkeitskanone. Nee. Da hätten wir eine verbesserte Hochgeschwindigkeits... Als leichter Jagdpanzer. Die könnten wir einbauen, verbesserte. Nee, wir bauen mal was Vernünftiges. Also wir könnten... Ah, wir könnten den tatsächlich produzieren. Also der ist gar nicht... Der ist gar nicht so schlecht, ne? 75 mm Panzerabwehrkanone. Die Frage ist, welche ist das? Da würde ich mal auf eine einfachen bleiben. Wir müssen ja gucken, dass wir geringe Produktionskosten haben und trotzdem vernünftige Durchschlagswerte. Wenn wir die verbesserte mittlere nehmen, passt die da rein? Verbietet die Rolle als leichte Panzer und macht Jagdpanzer. Ja. Das geht. Aber dann müssen wir tatsächlich, ich wollte ja nur gucken, dann müssen wir tatsächlich einen neuen Slot starten und einmal den einfachen, leichten Jagdpanzer. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde den gar nicht schlecht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir schon so einen guten Jagdpanzer bauen können. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht. L3C, wir haben die Einser. Ich hätte gerne mittlere Zweierkanone. Der bleibt drauf, das soll ja nur ein leicht... Obwohl, was kostet uns denn 5-1? Was kostet uns denn ein anderer Turm? Das geht alles nicht, ne?
Nee, dann lassen wir den bitte. So. So, was sagt denn die KI? Panzerung Front leicht bis mittel. Also Panzerung leicht. Das ist die Frage. Der ist natürlich sehr langsam. Der hat einen Benzinmotor. So, wir setzen mal Motor auf Stufe 4. Motor Stufe 5, Panzerung Stufe 3. Wir wollen die Produktionskosten nicht zu groß machen. Harter Angriff minus 20. Aber entscheidend ist die Durchschlagskraft, damit die Division eine höhere Durchschlagskraft besitzt gegen die deutschen Divisionen. Ja, also nochmal, die Durchschlagskraft und der, also der Durchbruch, der ist auch entscheidend, da hat er nur 5. Ah, das ist aber okay. Der Durchbruch gibt an, wie oft die feindliche Einheit versuchen kann, feindlichen Angriff auszuweichen, wodurch die Offensive effektiv länger geführt werden kann. Also, wenn der Durchbruch besser ist als die Panzerung, dann erhöht sich im Prinzip die Wahrscheinlichkeit für einen guten Würfelwurf bei dem Angriff. Und das bedeutet, wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, kannst du öfters angreifen, effektiver angreifen und die Organisation und Kampfstärke der Einheit geht schneller zurück. Deswegen ist es da wichtig, dass man quasi erstmal initial durch die Verteidigung durchbricht. Und wenn nicht, ist halt der Würfelwurf unwahrscheinlicher und dann verringert sich der mögliche Organisationsschaden. Wobei es halt nur wahrscheinlich geringer ist, also eigentlich schon. Ich hoffe, das war so ungefähr sinnvoll, also was ich dir erzählt habe. Wir machen das so. 93% Zuverlässigkeit, ich finde den gut. Den nehmen wir. Und den bauen wir uns. Mit Fiat. So, da würde ich tatsächlich... Jetzt habe ich überhaupt kein Gefühl, wie viel wir dafür brauchen. Da wir relativ viele Sachen auf Lager haben, würde ich gucken, dass wir erstmal 5 daran arbeiten lassen. Gucken wir mal, dass das passt. 5. Guten Abend, Inet-Surfer. Hi. Ein wunderschön. So, jetzt mal da wieder umschalten. Guten Abend, hi. Gustav Gänserich, hi. Frage zu den Einheiten. Ab wann, welches die DLC unterscheiden sich die Panzer? Also der DLC oder die DLCs unterscheiden sich eher darin, dass du diesen Panzerdesigner hast, wie ich den gerade gezeigt habe. Wenn du das DLC, das passende nicht hast, dann hast du diesen Panzerdesigner nicht. Und dann sieht der Forschungsbau ein bisschen anders aus und du erforschst im Prinzip fertige Panzer. Das ist im Prinzip so der Kernunterschied. Aber ansonsten ist das, wenn du sie eh nicht selbst bauen willst und eh nur die Vorlagen nimmst, ist es auch wurscht. Dann kannst du auch quasi ohne den DLC spielen und die Standardsachen da bauen. Nehmen. Obwohl das schon cool ist. So, jetzt haben wir Wolfram-Probleme. Dann machen wir da nochmal einen mehr. Lass mal kurz laufen. So, ja, pass auf. Wir machen erstmal die Sachen fertig. Ja, wir fahren nach Berlin, ja. Wir versuchen es zumindest, ja, um dann ihm hier aus dem Land zu jagen. Und gucken, ob es klappt. Bin sehr gespannt. So, also. Das haben wir. Hi, 1 Kami. Schön, dass du da bist. So, also, den haben wir. Produktion passt erstmal. Da müssen wir, wie gesagt, da müssen wir gleich gucken, ob das so geht. So, dann gehen wir in die... Vorlagen und ich habe Panzer. Truppen. Ausbildung auf normal. Eine Einheit. Von denen wollen wir gar nichts mehr. Weg damit. Wir nehmen uns die Division Infantinale. Hier, da gibt es 7 Divisionsskis und die werden wir ausändern und umbauen. Und die anderen hier, weiß ich nicht, die brauchen wir irgendwann auch, aber die werden wir vor allen Dingen ändern. So, bupp. Das heißt, die kriegen auch erstmal eine normale Ausrüstungspriorität und bei der Ausrüstung dürfen die jetzt wieder alles nehmen. Nein, die billigen Sachen, die ganz grundlegenden, die geben wir ihnen. Die geben wir ihnen nicht. So. Das ist der Punkt. Jetzt sind wir bei 6, 7, genau. Also, erstmal mal gucken, wir werden das jetzt wirklich mal ganz stumpf so designen, wie unsere KI das gesagt hat. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Also, pass mal auf.
Pass mal auf. Also, wir sollen 7 Infanteriebataillone nehmen. Das heißt, wir schmeißen 2 raus. Flupp. Dann werden wir 2 Artilleriebataillone reinmachen. Jetzt ist die Frage, mobil oder nicht mobil? Das ist hier die Frage. Ich würde sagen, mobile Kampfunterstützung, die normale müsste eigentlich ausreichen. Ne? Das senkt natürlich ganz schön die Organisation ab. Ist er sich da sicher, was er da macht mit der Organisation? Das ist besser, wenn wir die, als Unterstützung hier reinschmeißen. Ich glaube nicht, ne? Ja, das ist ja nur, da können wir nur Infanterie mit reinpacken. Hm. Dann machen wir das so. Ich glaube tatsächlich, dass wir da noch ein bisschen mehr reinmachen. Und hier sollten wir noch einmal gepanzert, leichte Panzer, nein. So, nein, wir brauchen den Panzerjäger. Gepanzerte Kampfunterstützung, mittlerer, leichter Jagdpanzer. Da, bupp, den haben wir. Das heißt, das kostet uns 1500 Artillerie, wir haben 1350 Jagdpanzer, wir haben 0. Okay, also, dit haben wir. Mhm. Ich würde tatsächlich, da wir nur 46 Organisationen haben, die beiden doch drinnen lassen. Das ist mir echt doch ein bisschen zu wenig Organisation, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nehmen wir halt noch ein bisschen mehr Infanteriematerial mit hin, aber das kriegen wir hin. Und da wir noch keine Jagdpanzer produzieren, würde ich hier tatsächlich erstmal vorsichtig mit sein. Wir halten uns nicht ganz daran, aber wir gucken mal. Also, wir sollen eine Ingenieurskompanie. Pioniere haben wir. Aufklärung haben wir. Dann Unterstützung Artillerie und Unterstützung Panzer sollen wir machen. Und dann ein Signalunternehmen. Aber Versorgung hat er noch gesagt, ne? Ich glaube, Versorgung haben wir nicht. Aber Unterstützung für Panzerabwehr haben wir. Aber wir produzieren die noch nicht. Ist aber kein Problem. Wir haben schon Packs auf Lager. So. Das ist unsere neue Spezialdivision. Blab. Dum, 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 dum. Ausbilden. Dann machen wir erstmal. Ja, die können wir, würde ich sagen, mal direkt in Orléans. Hier hinten in dem Bereich ausbilden. Das gehört ja mittlerweile alles uns. Und dann machen wir mal direkt nur eine. Und 8. So. Und dann würde ich doch tatsächlich von denen hier nochmal welche bauen wollen. Und die Frage ist, wenn wir hier jetzt eine Artillerie reinpacken, ob wir dann genug Artillerie haben. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, nein. Haben wir nicht? Können wir nicht machen, geht nicht. Können wir nicht machen, wir haben die Artillerie nicht. Das bringt nichts, ich meine, dann fügen wir sie lieber später hinzu. Aber das bringt ja nichts. So, dann bilden wir davon auch noch welche aus. Eine. In Vichy, da unten. Und dann machen wir einmal. Wie viel wollen wir nehmen? Einmal. Was? Mehr kann ich nicht? Wir können maximal 400.000 Männer ausbilden. Wir haben 700.000. Ja, wir nehmen aber die 3. Na, machen wir mal. Na, hm. machen wir mal 25 Divisionen. 24 ist okay. Okay, so. Ja. Das müssen wir jetzt erstmal durchausbilden. Dann können wir uns die Armee nochmal angucken. Wir haben dann 3. 5 müssten wir haben, genau. Das heißt, da fehlen noch 8. Dann lass uns mal gucken, dass wir hier, dann haben wir hier die 8. Da haben wir dann auch nochmal, das heißt, hier können wir 3 nochmal rausnehmen. 1, 2, 3. Dann kriegen wir noch eine Armee fertig. Und die kriegen wir noch voll. Genau.
Dann fehlt uns immer noch eine, aber die Truppen haben wir einfach nicht. Ja, das ist halt einfach so. Das können wir nicht ändern. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den Fokus legen auf Jagdpanzer und Artillerie. Da müssen wir gucken, dass wir da massiv nachinvestieren. Und Artillerie und Jagdpanzer bauen. Mittlere Panzer und leichte Panzer lassen wir schon mal auf Lager legen. Und wir haben 750 Jagdpanzer. Das dauert 500 Tage. Da müssen wir ganz, ganz dringend ganz, ganz viel mehr draus. Ganz, ganz viel weniger draus machen. Brauchen wir so viele LKWs? Haben wir 1000 Stück. Wir nehmen mal von der LKW-Produktion was weg. Flugzeug ist alles auf Minimum. U-Boote und ein paar Zerstörer werden gebaut. Das hat man im letzten Mal auch noch geändert. Müssen wir auch gleich nochmal angucken. Wir haben irgendwie zu viele U-Boote. Wir bauen gerade uns wieder eine zweite Zerstörerflotte auf. Da sind wir gerade dran. Wir ziehen mal die Jagdpanzer nach oben. Ich hätte gerne 15 Fabriken dafür. Wir nehmen mal noch eine Zusatzausrüstung weg. Ja. Genau. So machen wir das. Zack. Gut, Bauvorhaben. Was bauen wir? 2 Militärfabriken. Dann machen wir erstmal alles heile. Marktverträge machen aktuell 20... Ja, wir lassen uns gerade noch Zeug liefern. Das können wir noch zu Ende machen und dann können wir mal gucken, was wir noch alles brauchen. Da können wir uns mal auf dem Markt gleich umschauen. So, das ist die Sache gewesen. Wir haben für Flugzeuge, haben wir keine Rüstungsindustrie als Kapazität frei. Jetzt gehen wir mal die Nachrichten hier oben durch und dann zeige ich euch den Spezialfall hier. Das ist ganz, ganz, ganz spannend, was da gerade läuft. Das müssen wir uns mal ganz genau angucken. Und dann müssen wir schon mal anfangen, unsere Armeen aufzustellen, weil wir müssen ja tatsächlich bis hier unten runter, ja. Also wenn wir in den Krieg kommen, dann müssen wir bis dahin Truppen hinstellen. Das wird halt echt, echt spannend. Hi. So, wartet mal, ich muss gerade mal wieder da nochmal umstellen. Hi, King Cross der Kick. Kick? King Cross Derek Kick. Hi, schön, dass du da bist. Ja, entschuldigt, meine Namen sind super. So, also das haben wir. Da haben wir Wolfram, kaufen wir uns gerade ein, passt. Widerstand in besetzten Gebieten. Ernsthaft, in der Schweiz? Mit was wollen die denn angreifen? Mistgabeln? Nee. So, Offizierkorps modifizieren. Ja. Das könnte in der Tat spannend sein. Gerade beim Thema U-Boot. Sonar plus 10, ach U-Boot-Abwehr. Nee, davon können wir keinen gebrauchen. Theoretiker, vielleicht da. Luftdoktrinkosten, Doktrinstützpunkt, Angriffe, Forschung, Raketen, offensive Luft. Na, das ist eigentlich auch nicht so. Na, bringt uns auch nichts. Was haben wir da? Können wir da noch irgendwas investieren? Trefferchance Marine, Torpedotrefferchance plus 10. Könnte man machen, nächtliche Angriffe, entschlossener Kampf. Machen wir mal. Der Rest bringt uns alles nichts. Okay. So, Doktrin verfügbar. Oh, Luft ist völlig uninteressant. Marine, Land haben wir auch durchgeskillt. Sind wir auch durch. Flugzeuge, ich weiß ja überhaupt Flugzeuge. Im Bauch vielleicht. Flugzeuge in meinem Bauch. Ach, ich habe sogar Flugzeuge. Oh, da können wir doch gleich mal reingucken. Dann machen wir das gleich mal. Wir sind im Krieg. Ja, habe ich mitbekommen. Entscheidung verfügbar. Die Punkte heben wir uns auf. Da können wir gleich mal reingucken. Das sind die Flotten. Wir haben wieder 2 Flugzeuge versenkt. Okay, gut. Das war dit. Verfügbares Kriegsziel gegen Japan? Nix. Noch einen Krieg hole ich mir nicht. An eine Backe. So. Regierung ändern.
Ja. Das können wir tatsächlich mal gucken, ob wir da was Spannendes haben. Luftfreiwilligen Obergrenze ist uns egal. Kommunistischer Revolutionär belegt habt, der Kommunismus ist uns auch egal. Oh. Oh, Leute. Da wird es jetzt langsam interessant. Das ist mir egal. Bauminister, Forschungsgeschwindigkeit, Bauplätze plus 10 politische Machtzuwachs ist egal. Wir haben noch aktuell genug. Das ist spannend hier. Obergrenze der Produktionsleistung plus 5%. Wir sind, glaube ich, bei einigen Themen. Jetzt lasst uns mal gucken, weil das wäre in der Tat spannend. Wir sind, glaube ich, bei einigen Themen an der Obergrenze der Produktionsleistung angekommen. Ja, Zusatzausrüstung und Züge. Den könnte man nehmen. Plus 5%. 5% haben oder nicht haben. Das ist echt entscheidend. Dann sind wir durch, ne? Wir bauen gerade den mittleren Panzer. Ohne Vorlage. Immer sagen, dann nehmen wir tatsächlich mal ein paar Fabriken raus. Und bauen dafür lieber Artillerie. Okay. Flugzeuge versenkt, noch nicht. Dann die Spezialnummer hier. Das ist tatsächlich, ja, sehr interessant, denn die Briten haben hier 61 britische Divisionen. Das ist tatsächlich eine Sache, wo wir jetzt echt gucken müssen. Die dürfen wir dort nicht entkommen lassen. Das ist echt entscheidend. Denn das ist ein Schlag gegen die britischen Truppen. Ich meine, wir können sie ja, die können wir eigentlich nicht umkommen lassen. Ansonsten 61 britische Divisionen, die wir da eingekesselt haben. Das Problem ist, haben wir denn überhaupt eine Durchmarschgenehmigung? Wir haben die Durchmarschgenehmigung. Das heißt, ich würde jetzt einmal eine unserer Elite-Armeen nehmen. Das wäre die hier mit den Fahrrädern. Ja, die können mit den Fahrrädern zu den Briten fahren. Oder die mit Panzern. Panzern finde ich besser. Genau. So. Euch. Ah, das Problem ist, wir haben da keine Frontlinie, ne? So, wir müssen hier mal... Wir müssen diese Frontlinie hier oben nochmal... Sind wir da oben mit irgendwen im Krieg? Ach, Tatsache. Wer ist denn das da oben? So, wir müssen das sowieso mal nochmal neu machen. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, das muss doch so aussehen. Ja, komm, was die Deutschen da hinten machen, ist mir egal. Aber wir müssen doch hier an die komplette Front, nicht nur das kleine Stückchen. Was habe ich denn da gemacht? Ja, das mit den Deutschen ist mir egal. So, da bitte. Tja, was machen wir denn mit euch? Pronto, Signore. Wir nehmen euch mal raus. Wir nehmen euch raus und lassen euch hier stehen. Da kommen bitte nur die anderen Divisionen jetzt hin, da oben. So. Dann bilden wir jetzt unsere Truppen aus und dann gucken wir mal. Benelux. Ja. So, jetzt haben wir da unten auch eine Front. Jetzt können wir bitte... da eine Front bilden. Und gucken, dass wir müssen von da aus angreifen. Von da unterstützen. Von da unterstützen. Und von da unterstützen. Das wird nix, ey. Das wird nix. So, da müssten wir mit ihm erstmal eine Angriffslinie machen. Wo wollen wir denn hin? Da oben, ne? Ist im Prinzip egal. Angriffslinie und ab dafür. So. Tja, das wird echt schwer. Das Problem ist, da sind 52 Divisionen, ne?
Jetzt sagt mir nicht, dass ihr da unten... Oh, jetzt haben die da unten auch noch eingenommen. Würde da mal irgendeiner unterstützen? Meine Güte. Pass auf, wir gehen mal nach da. Das geht auch nicht gut. Pronto, Signore. Ach, das ist echt eine doofe Situation hier vorne. Das muss man ehrlich mal sagen. So, da haben wir fast alles geschafft. Hier unten ist halt, mal gucken, wie es da weitergeht. So, 48. Das Problem ist, ich glaube, die ziehen ihre Truppen hier raus. Kann das sein? La Havre 50 Divisionen, ja. Und wenn ich das sehe, die ziehen die Truppen hier raus, ne? Würde ich auch machen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier noch passiert. 4 Handelskonvois verloren. Okay. 3 britische versenkt. Nochmal. Ja. Ansonsten nochmal versenkt. Okay. Wir haben freie Zivilfabriken. Das sieht gut aus. Wir investieren... Ja, wir müssen Wolfram einkaufen. Bringt nichts. Nochmal bitte. So. Und dann investieren wir das bitte weiter in leichte Jagdpanzer. Da wollen wir die Produktion hochschrauben. Und dann sind wir hoffentlich in 100 Tagen fertig. 3 Monate. Auf 3 Monaten steht die Uhr. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Guten Abend, Wagner. Hi. Liebe Grüße. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. So, was haben wir da? Leibpacht beginnen. Das nehmen wir mal. Durchmarschgenehmigung erbitten. Ja, kannst du gerne haben. Das kannst du gerne machen. So, wir haben wieder ein Schiff versenkt da unten. 6 britische Handelskonvois. Sehr gut. Weitermachen. So, wir haben noch 7 Divisionen und Leute. Angriff. Tja. Das wird nix. Das wird nix. Können wir vielleicht hier mal angreifen in Luxemburg? Wer hat kapituliert? Belgien hat kapituliert. Sehr gut. Dann machen wir jetzt noch die restlichen. Luxemburg auch. Ja, dann machen wir jetzt hier die restlichen fertig. Da sind noch 6 britische Divisionen. Da stehen noch ein paar. Und dann sollten wir das hier hoffentlich erledigt haben. 38 Divisionen. Wir müssen die da vertreiben. Die müssen da raus. Also echtes Problem. So, wem gehört das hier? Das ist Griechenland. Passt. Griechisches Hoheitsgebiet. So, der ist weg. Und der da oben auch. Ja, komm, da mache ich mir keine Sorgen. Also wir sind hier, ich denke, da sind wir mittlerweile überlegen genug. So, maschinelle Entschlüsselung. Das ist entscheidend für die Kryptologie gegen das Deutsche Reich. Passt. Okay. Weiter. So, was? Zu den Waffen rufen. Leibpacht nehme ich. Den Rest kannst du behalten. Das mit den Waffen, das machen wir später, mein Lieber. Ich muss erst meine Truppen aufgerüstet haben. Wir brauchen die ganzen Leute hier. Wenn die fertig sind, die ganzen hier, dann fangen wir den Krieg gegen die Deutschen an. Vorher nicht. Vorher nicht. Wir legen uns jetzt Artillerie auf Lager. Wir legen uns Zusatzausrüstung auf Lager. Wir haben Jagdpanzer, die in 80 Tagen fertig sind. Und dann haben wir eine ganze Menge Spezialtruppen. Musst du bei der Marine etwas einstellen, da du jetzt die Atlantikhäfen hast? Nee, eigentlich nicht. Warte mal. Das muss ich gerade mal gucken. Ja, was heißt eigentlich nicht? Also, wir haben ein bisschen viel, was wir momentan versuchen abzudecken damit. Also, was machst du hier? Hast du keine Befehle? Nerdilus-Klasse. Ah, genau, das sind die U-Boote der Nerdilus-Klasse. Genau. Die haben einen Schnorchel mit dabei. Ich erinnere mich. Ah, ihr habt gar keinen Befehl bekommen.
Das ist natürlich uncool. Konvoi-Überfall natürlich. Ja, ja, na klar. Ihr habt aber alle Konvoi-Überfall ansonsten, ne? Ja, genau. Dich haben wir auf 12 U-Boote. Passt. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Da haben wir noch ein U-Boot der Nerdilus-Klasse. Die lassen wir uns mal in der Reserve. Wir machen mal da unten die Reserve. Und die lassen wir mal hier. Und die werden wir mal Marineübungen machen lassen derzeit. Damit wir hier was zum Ersetzen haben. So, da kriegen wir... Warte, stopp. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, Kleinst-U-Boote. Okay. Jetzt müssen wir einmal gucken. Wir bauen neue Schiffe. Wir haben 15 Zerstörer. Wir machen hier bitte mal 20 rein. Und da kommen gerade auch neue mit rein. So, hier kriegen wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, Kleinst-U-Boote. Ja, können wir mal eins mitmachen. Und wir haben jetzt noch ein paar frei. Gut. Wir machen den neuen Zerstörer der Aufklärerklasse. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen nur Zerstörer sehen. Das waren die hier. Da haben wir beim letzten Mal, die haben wir beim letzten Mal designt. Und die werden gerade gebaut. Genau. Jetzt könnten wir mal gucken. Bei Kreuzern haben wir nur die 36er. Wir bei den Zerstörern was? Und bei dem Schlachtschiff? Auch nicht, ne? Können wir da nicht irgendwas machen? Können wir das verbessern? Zumindest auf eine bessere Flak. Eine bessere Flak können wir einbauen. Ein Radar können wir einbauen. Die Panzerung passt. Sekundärwaffe passt. Beim Heck schwere Batterie des Typs 2 passt auch. Feuerleitanlage der Klasse 1. Ich würde sagen, dann bauen wir nochmal ein Schlachtschiff der Littori-Klasse. Sobald die ganzen Umbauten fertig sind, die Werften repariert sind, bauen wir da nochmal was. Ansonsten sollte das soweit passen. Okay, so, das haben wir auch. Halb Europa spricht Italienisch. Na, noch sind wir nicht fertig. Und am Ende scheitert der Nerd an einem Gallien. Ja, Gallien ist ja historisch tatsächlich hier oben. Also noch, ne? Also 30 gallische Divisionen halten sich tapfer und verteidigen sich. So sieht's aktuell aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit denen hier machen. Ich würde gerne Individualbefehle geben. Wir lösen die hier wieder auf. Du gehst da mit rein. Du auch. Und du auch. So. Ja. Das heißt, die hier gehen dahin. Die hier gehen dahin. Und die restlichen langweilen sich bitte. Dass wir die Briten hier mal vertreiben. Das geht ja gar nicht. So. Wer sagt mir jetzt... So, das heißt, ihr sollt bitte Angriffslinie nach da. Natürlich nach da. Wo soll es auch sonst hingehen? Und ich möchte gerne eigentlich von da aus angreifen. Und dann gebe ich dir den Befehl. Ab geht's. Und du greifst bitte... Ja. Stopp. Du gehst bitte... dahin. Die Richtung passt auch und Angriff. Wir sind sehr zaghafter Angriff. Naja. Oh, wir sind im Grün. Sehr gut. Oh, hoffentlich schaffen wir das. Das wäre tatsächlich ein großartiger Sieg für uns. So, wir können es aber ruhig langsam weiterlaufen lassen. Wir können derzeit mal hier gucken. Versenkt, versenkt,
versenkt. 8 Konvois, 8 Konvois, 4 Konvois, 2 Konvois, 4 Konvois, 4 Konvois. Sehr schön. Und nochmal 4. So, was haben wir da? Um Gottes Willen. Ja, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Gut, das haben wir. Ist hier unten irgendwas passiert? Nö. Da ist nichts weiter versenkt worden. Okay. Au, oh, 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 wir haben freie Zivilfabriken. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie viele Briten hast du schon erledigt? Ich habe keine Ahnung. Wir können gleich mal gucken. Kommt halt da eine ganze Menge. Stand jetzt eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier in Europa? Feindliche Gefechtsverluste. Allein Infanterieausrüstung 238.000. Und meine erfolgreichste Division ist die Division Alpina. Wie sieht's hier aus? Ja, sehr gut. Und hier? Ja, die Ausbildung läuft. Wir könnten sie schon einsetzen, aber das könnten wir theoretisch machen und sie dann selbst trainieren. Auf dem Schlachtfeld, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Die können wir noch nicht einsetzen. Oder? Nee, da fehlen die Jagdpanzer noch. Die müssen wir erstmal bauen. Gibt es eine Statistik, wer die meisten Verluste von allen hat? Ja, können wir uns gleich mal angucken. Da oben in der Kriegsübersicht gibt es da was. So, Leibpachtbeginn, Großungarn. Ja, immer her damit. Freiwillige entsenden aus China. Ja, komm her. Kein Problem. So, Zivilfabriken. Jetzt die große Frage, was brauchen wir? Was brauchen wir gegen die Deutschen? Militärfabriken, ne? Das ist das, was wir brauchen. Und das eigentlich auch hier hinten. So weit weg, wie es geht von den Deutschen. So, so weit weg, wie es geht. Brauchen wir Reifen und all so ein Zeugs? Im Moment nicht. So weit weg, wie es geht. Hier unten. In Napoli. Ganz viele Militärfabriken. Aber was ist denn da passiert? Wer bist du denn? Philippinen? Gottes Willen, ey. Was zum Henker? Pass auf, ich hab doch hier ein paar Toten stehen. Pronto, Signore. Können wir die vier nicht einfach hier runterschicken? Ja, machen wir jetzt mal. Also, das ist ja wohl. Ey. So, verschicken wir die mal. Jetzt müssen wir mal nationalen Schwerpunkt. Ja. Organisation der Milizen, Verteidigung, Armee im Kerngebieten sollte demnächst interessanter werden. Passt. Das haben wir gesehen. Wir sind im Krieg, machen wir gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal, wer ist das? Unsere U-Boote. Oh, das ist gut. Unsere U-Boote. Minen legen? Nö. Nur für Großkampfschiffe. Sichtbarkeit minus 5. Machen wir. Gut. Wir sind im Krieg. Also, wir haben die Volksrepublik Italien hat bereits 1,5 Millionen Verluste zu verzeichnen. Wobei 800.000 an die Briten und 200.000 an sonstige. Und die Sowjetunion hat aktuell 3 Millionen. Wobei an die Deutschen am wenigsten. Also die Deutschen zählen wahrscheinlich irgendwo unter Sonstiges mit. Das ist spannend. Also die haben tatsächlich gegen das Vereinigte Königreich 1 Million Soldaten verloren. Und ich frage mich allen Ernstes, wieso? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jetzt gucken wir auf die Seite. Das sind die Alliierten. Das ist erstmal... Obwohl, nee, Moment. Nee, das ist nicht uninteressant. Da zählen ja... Wo zählt denn jetzt... Ach, wir sind ja noch gar nicht im Krieg gegen Deutschland. Ja, klar. Ist ja Quatsch. Dann können die natürlich auch nicht mit reinzählen. Aber das Vereinigte Königreich hat an Italien 1,8 Millionen Mann verloren. 1,8 Millionen. Also wir haben wahrscheinlich wirklich einen Großteil der Truppen, die dort gerade waren, nicht ins Meer zurückgejagt.
Also vielleicht schon, aber krass. Vereinigte Königreich hat von den 2,7 Millionen 1,8 an uns verloren. An die Sowjetunion nochmal 800.000. Das heißt, die Sowjetunion hat 1 Million verloren an die Briten. Die Briten haben wiederum aber nur 800.000 an die Sowjetunion. Naja. Frankreich können wir uns auch mal angucken. Nee, können wir uns nicht angucken. Können wir uns nicht angucken. Frankreich ist ja nicht mehr im Krieg. Kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal. Kann ich das nachträglich nachgucken? Das weiß ich nicht. Frankreich können wir aber eigentlich nicht mehr angucken. Zumindest nicht in dieser Übersicht. Weil Frankreich ist nicht mehr mit drin. Oder können wir auch alle Teilnehmer sehen? Das Problem ist, Frankreich war nie im Krieg. Also die haben einen Separatkrieg gehabt. Ne, kann ich da leider nicht sehen. Keine Ahnung. Na gut, na gut, na gut. So, wir kämpfen jetzt uns erstmal hier durch und vertreiben hier. Boah, guck mal, hier sind nochmal 10 britische Divisionen. Wahnsinn. Lettland? Oh. Frankreich ist nicht mehr sichtbar. Ja, die sind halt weg. Das ist alles, Frankreich ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte. Also zumindest hier. So, rein da. Ja, dann war's das schon. Sind unsere Truppen jetzt hier angekommen? Oh, ein bisschen schneller, Jungs. Ja, also Frankreich an sich ist noch hier, aber wir haben mit denen keinen Krieg mehr. Also wir sind nicht mit denen im Krieg. Also der Krieg an sich ist vorbei. So, das sieht alles sehr gut aus. Das ist tatsächlich italienisch oder griechisch. Ah, mega. Sehr gut. Das war's. Die Briten sind raus, Leute. Aber wir haben unsere Inseln verloren. Oh, ich fasse es nicht. Gegen die Philippinen. Leute, gegen die Philippinen. Ist das peinlich oder ist das peinlich? Aber wir haben doch, die sind von hier gelandet, ne? Das waren die Flugzeuge. Wir haben hier nur 0% Seeherrschaft. Ja, nun denn. Wir haben Handelskonvois verloren. Das ist ärgerlich, gucken wir uns gleich an. Zu den Waffenrufen, wir sind immer noch nicht fertig. Lass uns doch mal die Zeit dafür. So. Ja, wenn ich euch hier an die Front stelle, bis wohin geht ihr denn? Bis nur da unten? Ja, das gefällt mir. Ja, das ist okay. Und dann müssen wir gucken, wie wir den ganzen Teil hier sichern, ne? Unsere Elite-Truppen gehen da oben hin. Weil wir haben nicht genug Truppen für da unten. Die waren eine US-Kolonie. Ja, da ist hier auch eine ganze Menge passiert. In dem Bereich. Jetzt müssen wir erstmal unsere Schiffe weiter angucken. Da versenken sie unsere Konvois. Das ist überhaupt nicht gut. Das wollen wir ja gar nicht. Da haben wir einen britischen Konvoi versenkt. Oh, ist das peinlich. Direkt vor der Haustür von denen, ne? Wir agieren mittlerweile kurz vor den britischen Häfen. Wir sind da total dreist geworden. Wieder 4 versenkt. Nochmal 4. Gucken wir uns gleich an. Oh ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wir haben nämlich die Panzer. Einmal weiter forschen, bitte. Das wollen wir machen. Und jetzt fangen wir an, Panzerabwehrkanonen zu bauen. Die brauchen wir nämlich auch. Die will ich nämlich in unsere Divisionsdesigns übernehmen. Haben wir da schon die entsprechenden. Ne, auch noch nichts, ne? Wie sieht es denn allgemein aus? Ah, es fehlen nur noch 200 Jagdpanzer, ne? Wir müssen eigentlich auf Zusatzausrüstung umbauen. Von. Wie
Wir könnten ein paar jagdleichte Panzer wegnehmen. Ah, da produzieren wir mit 3. Das ist auch nicht sehr viel. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir lassen das erstmal alles so. So, was haben wir hier? Flugzeuge bauen. Ja, weiß ich nicht. Dafür haben wir noch nicht genügend. Eigentlich. Das ist die Artillerie. Bauen wir damit auch unsere Artillerie mit Breda? Ja. Dann können wir tatsächlich gucken, ob wir die Artillerie hier optimieren. Gezogene Artillerie. Harter Angriff plus 100 und Durchbruch plus 5%. Heidewitzka, ist das gut. Und wir haben ja alle, die wir damit auf dem Schlachtfeld haben, mit dem gebaut. Boah. So, jetzt gucken wir, was wir hiermit noch machen können. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Luftfahrtinnovation. Wir gehen da mal durch. Vielleicht haben wir da auch nochmal eine Chance. So, weiter. So, was ist hier jetzt los? Wer kämpft denn jetzt gegen uns hier? Sind wir gegen die im Krieg? Nee. Wieso kämpft ihr denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt? Ich bin auch nicht gegen die... Wer ist das denn? Schweden gegen... Griechenland. Bin ich mit Schweden im Krieg? Nee. Spannend, ne? Guckt euch das an. Die kämpfen auf unserem Gebiet gegeneinander. Da weiß ich die KI gerade nicht so richtig zu helfen. Nun ja. Die Vereinigten Staaten hat China als unseren Feind mit reingeholt. Hm. So, Leibpacht von Großungarn. Ja, das nehmen wir nochmal mit an, bevor wir gleich mit euch im Krieg sind. Aber obwohl, eigentlich habe ich gar keine Lust, gegen die im Krieg zu sein. Aber das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. Leider. Nicht angepackt gegen mit China? Ja, können wir machen. So, wir gucken hier nochmal. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch warten. In meinen Augen, bis die Truppen hier fertig sind. Ja, 51% haben wir schon. Wir sollten echt gucken, dass die ausgebildet sind. 3. Juli 1943. Oder wir setzen sie halt jetzt schon aufs Feld. Aber dann haben sie halt Kampfnachteile. Wie steht's denn hier? Ah, die halten sich hier vor Stalingrad. Haben sie hier was zurückerobert? Nee, immer noch nicht. Also sie halten sich noch da unten. Wir müssen halt eigentlich jetzt so langsam eine zweite Front aufbauen. Aber das sieht hier unten noch nicht so gut aus. Ich traue mich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können mal eine Truppe einsetzen. Was für einen Stand hast du denn? Das bringt nichts. Wir haben 25% Minus im Kampf. Das bringt überhaupt nichts. Pass auf, das machen wir nicht. Wir müssen die fertig ausbilden lassen. Das geht nicht anders. Ansonsten haben wir hier zu viele Kampfnachteile. Tja, da müssen wir noch ein bisschen warten und das Ganze laufen lassen. Dann können wir uns in der Zeit noch um die Schiffe weiter kümmern. Und hoffentlich gespannt gucken, was die Briten hier machen. In der Hoffnung, dass sie keine Landungsoperation versuchen, weil dafür haben wir wirklich nicht die Truppen. Obwohl, da könnten... Oh, doch, pass auf. Doch. Wir machen nochmal eine Truppe für die Landungsoperation. Die können wir noch ausbilden. Eine Verteidigungstruppe. Das ist eine Idee. Forschung abgeschlossen. Das ist fies. Das müssen wir auch machen. Pass mal auf. Wir gehen einmal da rein. Und werden jetzt parallel Infanterieausrüstung 3 bauen mit Bretter. Das werden wir hoch priorisieren und du kriegst gleich 5er-Stacks und ein 5er-Stack ziehen wir hier raus. So, du kriegst auch gleich einen zweiten 5er-Stack und dann kann er schon mal anfangen hier zu bauen und das muss jetzt erstmal hier hochrampen. Das müssen wir jetzt wirklich stückchenweise umbauen. Ansonsten haben wir da ein Problem, wenn wir zu viel Infanterieausrüstung jetzt verlieren. Das können wir jetzt auch auf 5er-Stacks umbauen. Die Jagdpanzer brauchen wie lange?
5 Tage. Dann ziehen wir da, würde ich sagen, wie viel Zusatzausrüstung haben wir? Nur 500. Dann müssen wir da mal abziehen, bitte. Das war der falsche. Und das machen wir bitte auf die Zusatzausrüstung. Wenn wir dann irgendwie da irgendwann genug Fabriken kriegen. So, das ist die Produktion. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, haben wir uns angeguckt. Schiffe mal kurz nachgeguckt. Ein amerikanisches U-Boot versenkt. Yay. So, Forschung. Was brauchen wir, was brauchen wir? Wartung. Ja, also wir sollten tatsächlich Logistik erforschen, in meinen Augen. Auf Stufe 2. Damit wir dort weiterkommen. So, veraltete Ausrüstung, Produktion weiß ich. Dann gucken wir uns mal bei Beretta. Vielleicht haben wir da noch was Schönes. Zuverlässigkeit plus 5. Das können wir mal checken. Also, wir haben verloren. Ausrüstung durch Verschleiß. 7000. Weiß ich nicht. Also, wären von 66.000, die wir hier... Also 5% ist jetzt da nicht so viel, ne? 350, 400. Weiß ich nicht. Das ist ein Tag Produktion. Also das, glaube ich, macht den Kohl nicht fett. Aber noch was anderes Schönes. Produktionsleistungsobergrenze. Nein. Produktionskosten minus 3. Das ist gut. Allerdings hätten wir hier dann Durchschlagskraft. Nee, ich will die Massenproduktion von Gewehren. Das ist, glaube ich, jetzt für den Moment tatsächlich, dadurch, dass wir gegen die Deutschen bald kämpfen, die bessere Option. Entscheidungen verfügbar. Oh, da können wir mal reingucken, während das läuft. So, wir können... Unsere Landesgrenzen sind nahezu vollständig geschützt. Das können wir mal machen. Dauert ein bisschen. Kriegsanleihen, das brauchen wir nicht. Regionsweite Integration, ein Bauplatz. Ja, könnte man machen. Aufbau des türkischen Staates. Weiß ich nicht. Abbau der Maginot-Linie. Auf keinen Fall. Na gut. So, weiterentwickelter Torpedo-Ausstoß. Ja, 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 ja. Dann würde ich gerne... Nee, verbesserte schwere Batterien nicht. Oder? Ich hätte eigentlich... Doch, der Kreuzerrumpf. Oh, dann... Ja, dann designen wir uns ein paar schöne Kreuzer und basteln uns Kreuzer. Das finde ich gut. Wir wollen aber eine Überfallflotte haben. Ja, so machen wir das. Das finde ich gut. Aber apropos Schiffe, da können wir auch nochmal reingucken. Ich hätte nämlich gerne, dass... ihr hier oben euch Patrouille, erstmal mal gucken, wo seid ihr denn überhaupt zugange? Moment, stopp, jetzt müssen wir mal gucken. Wo seid ihr denn überhaupt zugange? Das ist alles ein bisschen viel Patrouille hier. Macht ihr da auch Patrouille? Nee, das seid nicht ihr. Das sind die Ü-Bötchen. Genau. Wir machen bitte da, da und doch da Patrouille. Und ihr macht bitte Angriffstrupp dort. Ah, okay. Macht er nicht? Warum? Dann warten wir erstmal so. So, was haben wir da? Das sind die U-Boote. Die holen wir uns da unten rein zum Trainieren. Und das ist auch noch ein U-Boot. Das kommt auch da rein. Und dann könnt ihr bitte nochmal trainieren. Passt. Okay. Guten Abend, Klansky. Hi. Du verlierst an Boden. Nee, das ist kein Problem. Die sind... die sind gegeneinander im Krieg, aber nicht mit uns. Und die haben jeweils ein Durchmarscherlaubnis. Die kämpfen auf unserem Boden gegeneinander, aber nicht gegen uns.
Wie gesagt, es ist eine total, total verworrene Situation. Also, da ist tatsächlich noch nichts im Argen. So, da können wir weiter gucken. Gott sei Dank. Hihihi, direkt vor der britischen Grenze, ey. Oh Leute, muss das peinlich für die sein. Unsere U-Boote fahren mittlerweile in den britischen Hafen rein und versenken die Konvois. Afghanistan ist den Komintern beigetreten, vor Ort. 8 Konvois schon wieder versenkt. Die können doch, also mal ernst, die können doch nicht so viel nachbauen, wie wir hier versenken, oder? Die sind ja nur noch am Konvois am Bauen. Jetzt versenken wir mittlerweile auch amerikanische. da haben wir was verloren. Ach, ein sowjetischen Konvoi. Das ist nicht so schlimm. Nein, noch will ich immer noch nicht in den Kampf. Ich bin noch nicht bereit. Wir sind noch nicht bereit. Wir warten erst, bis unsere Truppen hier vollständig ausgebildet sind. Das dauert noch ein Weilchen. Alles gut, kein Problem. Alles gut. So. Wir bleiben erstmal bei den Handelskonvois, bauen uns einen Puffer auf. Wir wollen ja auch dann direkt in den Angriff übergehen, wenn unsere Truppen da sind. Die Deutschen sind noch Herrscher über Europa. Nein, wir haben ein U-Boot verloren. OMG. Wie konnte das bloß passieren? Möglicherweise durch Wassereinbruch. Man weiß es nicht. Aber wir haben ja genug Ersatz-U-Boote. Wir können... Haben wir denn eins schon hier? Ja, guck mal. Du kannst damit rein, bitte. Und dann passt das. So, wir haben da tatsächlich jetzt Seeherrschaft 0%. Ich würde ernsthaft überlegen, ob wir... Pass mal auf, ich glaube, wir machen das mal... Ich glaube, wir machen das mal anders hier. Wir schmeißen die hier damit rein. Das U-Boot kommt da jetzt auch mal mit rein. Und dann werden wir dieser Armee hier sagen, dass ihr bitte Patrouille fahrt. Wird repariert. Ach, diese ist in Reparatur. Ah, okay. Ja, da müssen wir natürlich noch, ein Weilchen warten. So, Fließband. Ja, auch gut. Dann können wir mehr Gummi rausholen. Obwohl die Frage ist, haben wir hier noch was? Wir könnten einmal das Zentimeterradar entwickeln. Das wäre durchaus interessant. Nicht zugewiesene Division. Oh ja, jetzt geht's los. Wie viel haben wir denn davon? Das war falsch. Eine einzige. Dann gehst du bitte dahin. Und die restlichen holen wir uns hier für die Front. Und dann wollten wir uns tatsächlich noch ein paar Divisionen designen. Da müssen wir echt mal gucken, was wir da nehmen. Wir haben hier unten nämlich welche. Aber da können wir nur 12 von ausbilden. Da können wir auch keine von ausbilden. Da, die Marines können wir ausbilden. Da würde ich tatsächlich... Wie viel können wir dann nehmen? 4. Pass auf, dann machen wir uns hier mal... Ach, ich weiß nicht, so viel brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Machen wir mal 4... Und die machen wir direkt in Rom. So. Und dann hätte ich gerne noch eine kleine Spezialtruppe. Aber nur was, aber wirklich nur was Kleines. Was ist denn mit denen hier? Oder wir nehmen die Kavallerie dafür. Atomforschung. Können wir auch klar, können wir auch irgendwann machen, ja. Kann ich nicht nehmen. Wir duplizieren uns mal die hier. Und machen hier mal... Fahrrad, nein.
will ja eigentlich normale Infanterie haben, aber nur eine kleine. Nichts, also nicht so viel tatsächlich. Maximal vielleicht noch eine fünfte oder sowas. 5000 Mann. Dann kriegen die... einen Ranger mit dazu. Das wäre vielleicht ganz interessant, ne? Dass zumindest ein bisschen Aufklärung haben. Ich würde sagen, Kavallerie müsste reichen. Das passt. So, einmal speichern. Aber noch nicht ganz. Warte. Das machen wir nicht. Und die kriegen ein anderes Icon. Die kriegen so ein hier. Und dann machen wir einfach mal... keine Ahnung, wie nennen wir die? Regimento die Heimat. Heimat. So. Also, umbenennen. Zack. Und davon schmeißen wir uns auch nochmal 20 in die Schlange. Und da, die hier, das werden Divisionen werden, die am Ende des Tages keinen speziellen Zweck dienen. Also kein spezieller Zweck klingt jetzt falsch, aber die werden hier unten eingesetzt zur Verteidigung Patria auf Italienisch. Können wir auch gleich schreiben. Das heißt, die werden einmal hier oben eingesetzt als kleine Truppe und sichern die Häfen und einmal hier an der Küste, damit die anderen dort kein Schindluder treiben. So, was ist jetzt mit euch? Ich würde gerne Patrouille dort. Ach, die wird immer noch repariert. Ja, mach halt. Mach halt. So, wir gucken mal weiter, was hier so läuft. Oh, wir müssen noch einen nationalen Schwerpunkt. Oder haben wir hier noch irgendwas Interessantes, was wir machen können? Ich meine, wir können hier die Basisstabilität senken, aber das ist halt auch irgendwie doof. Die kriegen wir nie wieder raus. Wir sind bei 1,4 Millionen Mann, dank der Franzosen. Also auch das ist kein Problem mehr. Wir nehmen mal das. Forschen da mal weiter. Okay, so, da sind wir dran. Da sind wir eigentlich auch ziemlich überlegen. Ja, Leibach können wir machen. Sowas wollt ihr. Demokratische Republik. Ne, machen wir nicht. So, nicht zugewiesene Division. Du kriegst tatsächlich eine neue Armee. Und darfst dich dann bitte da. Was ist kaputt? Bis da unten? Nee, Freundkrase. Also, okay, vielleicht machen wir erstmal nur den Frontabschnitt hier. Aber Großungarn ist doch verbündet mit den Deutschen, oder nicht? Die sind doch in einer Fraktion. Ja, die Achsenmächte, genau. Ja, das heißt, wenn wir mit den Deutschen im Krieg sind, sind wir mit denen auch im Krieg. Dann hat sich das hier unten so und so erledigt. Dann können wir da umbauen. Wen haben wir denn da als guten Angriffsspezialisten? Norma, die gute Norma, die können wir nehmen. Das finde ich gut. Und Panzerabwehr haben wir erforscht. Gucken wir uns gleich an. Da hat sie nix. Wir bleiben bei den... bei der Panzerabwehr. Da müssen wir nochmal ran. So. Konvois versenkt. Konvois versenkt. Ah ja. Okay. Afghanistan ist es auch mit im Krieg. Naja. Okay. Wir haben 5 Konvois verloren. Das ist nicht gut. Ja, wir kriegen ja Konvois tatsächlich. Das ist doof.
Das ist nämlich, ich weiß nicht, ob da Truppen drin sind, aber Konvois zu verlieren ist tatsächlich nicht schön. So, zu den Waffenrufen kann ich noch nicht machen, Leute. Meine Truppen sind noch nicht fertig. Ohne ausgebildete Truppen komme ich hier nicht in die Schlacht mit rein. Das machen wir nicht. Wie sieht es ansonsten aus? Wir haben 28.000 Infanterieausrüstung. Wir können eigentlich direkt nochmal von denen hier... Wir erweitern das mal auf 10 und fügen dann nochmal ein Stack hinzu. Genau. Die müssten wir aber tatsächlich vorher einsetzen. Haben wir denn dafür genügend Jagdpanzer? Ja, 300. Das passt. So, Forschung. Forschung, Forschung. Flugzeuge, ihr seht's, habe ich aktuell noch komplett ignoriert. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Wir sollten aber bei den mittleren Batterien jetzt mal weiter forschen. Wenn wir schon dabei sind, die leichten Kreuzer zu erforschen, dann sollten wir das hier durchaus auch machen. Na gut. Wie gesagt, diese 20 Divisionen, die hätte ich gern noch. Wenn wir die haben, dann geht's los. Dann nehmen wir die Einladung an und dann kämpfen wir gegen den Deutschen. Ich will unsere Truppen da unten aber nicht so sinnlos stehen lassen. Das wäre nicht gut. Wir gucken mal, wie es im Krieg aussieht mit den Sowjets. 50%! Die gewinnen! Oh! Am Anfang waren es 49. Ja, oder auch nicht. Also sie machen keinen Boden gut, die Deutschen. Nur unwichtige Sachen, hier hinten. Nun ja. Bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. So, wir gucken mal weiter. Wir müssen... Tja, eigentlich hier unten was machen. Stollenkonfekt. Das ist lecker. So. Wieder 3 vor der Haustür. Nochmal 3. Nochmal 3. Nochmal... Nee, da, das war nix. Nee, das ist Spezi. Ja, genau, richtig. Ja. Na klar. Oder glaubst du uns etwa nicht? Oh, unser Kreuzer ist fertig. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Geschütze fertig sind. Und dann können wir auf große Fahrt gehen. Panzer. Oh, das ist gut. Wir nehmen den leichten Panzer. Dann können wir uns da... was machen. Jetzt ist die Frage, wir packen mal ein auf die Pack. So, da ist auch eine ganze Menge verloren gegangen. Da auch. Ich will weiterlaufen lassen hier. Gott, versenken aber auch eine ganze Menge hier. Nochmal versenkt. Die können ja gar nicht mehr so viel haben. Nun denn. Zu den Waffenrufen, Sowjetunion. Tja, jetzt müssen wir langsam mal überlegen. Wir nehmen nochmal die Leibwacht aus Ungarn. Wir haben noch eine Fabrik fertig. Die packen wir mal in den mittleren Panzer. Wirst du noch Flugzeugträger bauen? Ich halte das für unwahrscheinlich. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Tja, Leute, es ist meines Erachtens nach Zeit. Wir können nicht länger warten. Wir werden sie einsetzen. Euch auch. So. Und dich auch. Puh, tja. Pronto. Du damit rein, bitte. Pronto, Signore. Euch teilen wir auf. Ja.
damit rein? Obwohl, du hast jetzt eine zu viel, ne? Kommst du damit rüber? Und ihr kommt damit rüber. Oh Mann, Leute. Jetzt bin ich nervös. Jetzt bin ich nervös. So. Logistik. Haben wir. Tja, jetzt gilt's, wa? Wir müssen's tun. Wir müssen das Knöpfchen drücken. Für Angriff. Wir setzen schon mal die Angriffslinie nach Berlin. Ja, wir wollen natürlich nach Berlin. Die Gute muss auch nach Berlin, bitte. Von unten. So, Forschung. Wir machen bei den Waffen weiter. Tja, drückt uns die Daumen, Leute. Nicht so große Division, das ist die Panzerei. Die kommt damit hin, bitte. So. Tja, zu den Waffen rufen. Gegen Norwegen, Ecuador, Volksrepublik Japan. Nein. Nicht gegen Japan. Verbündete, doch. Moment. Stopp. Verbündete. Norwegen, Ecuador, Japan, Union der griechischen Sowjetrepubliken, Demokratische Republik Afghanistan. Japan ist gut. Japan ist gut. Ja. Das ist die Volksrepublik Japan. Jetzt müssen wir mal gucken. Großungarn. Ja, passt. Ja, gegen die haben wir uns vorbereitet. Genau. Ungarn ist leider auch mit dabei. Da hoffen wir mal, dass die Truppen, die hier stehen, das schaffen. Annehmen, Leute. Tja, jetzt gilt's. Krieg. Boah, ich bin nervös. Ich bin sehr nervös. Wir lassen direkt unsere Truppen hier starten. Auf geht's. Und du wirst bitte auch starten. Mal gucken, ob wir da unten Boden gut machen können. So, wir stehen bereits in Bückeburg. In Saarbrücken. Saarbrücken redet jetzt Italienisch. Tja, liebe Saarbrückner, tut mir leid. Tut mir ein bisschen leid. So, was haben wir hier? Nicht angepackt mit Norwegen. Check. Zu den Waffenrufen Mongolei. Was willst du? Was? Nein. Ich habe doch jetzt einen Krieg. Lass mich doch in Ruhe. Nix hier. Noch einen Krieg brauchen wir nicht. So, freie Militärfabriken. Wir haben, ja, jetzt müssen wir checken, was wir hier haben. Wir machen das auf Infanterieausrüstung 3. Die nächsten kriegen Infanterieausrüstung 3, bitte. Da müssen wir dranbleiben. Die müssen wir in Massen jetzt produzieren. Da dürfen wir keine Verluste machen. So, jetzt gucken wir einmal da rein. Jetzt haben wir natürlich hier keine Seeherrschaft mehr. Was ist das denn? Wird immer noch repariert. Wird mich doch jetzt veräppeln hier. So, da ist ein U-Boot. Das packen wir da mal mit rein. Jetzt hier genug Truppen. Da sind Zerstörer und U-Boote. Da mit rein, bitte. Und das U-Boot kommt dahin. Okay. Und jetzt werden wir mal. Jetzt setzen wir mal eher diese komische Reparatur hier. Also. Ja, Reparatur abbrechen. So. Jetzt reparieren, neu ausrüsten. Abtrennung ist deaktiviert. Ja, niemals reparieren. Was? Reparaturpriorität Mittel, bei mittlerem Risiko angreifen. Ja. Hoch. Reparaturpriorität hoch. So. Also, was das jetzt hier ist, ey. Der ist in den. Ja, das passt. So. Auf geht's. Tja. Bin sehr gespannt. Hier hinten haben wir sie Gott sei Dank alle vertrieben. Jetzt ist halt nur die Frage, ob die bei uns irgendwann im Rücken landen werden. So, Details, ja. Wir können weiter bitte, nee, Artillerie ist nicht gut. Machen weiter an der Panzerkanone.
Wir müssen gleich ein paar Kleinigkeiten erledigen. Jetzt bleiben wir erstmal. Moment, überlegen. Panzer. Panzerabwehr. Wie viel haben wir auf Lager? 1000. Ich würde Gier gerne eine Panzer reinkriegen. Wenn wir das machen, wie viel brauchen wir dafür? 1400. Dann sollten wir ein bisschen mehr Produktionskapazitäten auf die Pack legen, die so und so nicht aktuell ist. Zack. Und sollten den hier wieder wegnehmen und tatsächlich jetzt ein paar Produktionskapazitäten auf die Panzerabwehrkanone legen. So, wie sieht's mit dem einfachen Jagdpanzer aus? Da sind wir im Plus. Dann nehmen wir beim einfachen Jagdpanzer 5 weg. Zack. So, dann kriegen wir die produziert und brauchen mehr Wolfram. Um Gottes Willen. Können wir uns das irgendwo vernünftig holen? Ja, hier rüber, direkt aus der Sowjetunion. Aber die Produktionen dürfen hier nicht stocken, das geht nicht. Gut, also weiter geht's. Wir stehen bereits, wir stehen vor Bitburg. Lussenburg haben wir bereits erobert. Das sieht ganz gut aus. Noch verbesserte mittlere Batterie. Sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Meer-Wolfgang. Na, ich weiß nicht. Kappa, was? Achso. Wir machen jetzt einen kurzen Abstecher in die Marine. Aktives Sonar. Den Snorkel hätte ich gerne. Zack. Ich hätte gern den Snorkel. Den zweiten Snorkel. Also, wir gucken uns erstmal die Schlachtereignisse an. Oh, was bitte ist das denn? Wir haben 7, 10, 13 brasilianische Schiffe versenkt. Naja. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne? Handelskonvois. Oh, wir haben deutsche Handelskonvois versenkt. Vier Deutsche, drei Deutsche. Jetzt versenken wir. Also komm, wir kommen gar nicht mehr hinterher, so viel versenken wir hier mittlerweile. Was ist das denn? 10 Handelskonvois von? Wer ist das denn, bitte? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, haben wir alles versenkt. Passt. Freie Schiffswerften. Das ist genau der Punkt. Ich hätte gerne. Zackebumm. Ich hätte gerne einen Kreuzer und den Kreuzerrumpf dort. So, Voreinstellungen. Keine Ahnung. Das ist eher mit Flugzeugen, ne? Nee. Das ist eher mit Torpedos. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist der Unterschied, bessere Torpedos. Das ist okay. Und der ist tatsächlich auf Batterien spezialisiert. Der hat weniger Torpedos, aber der hat mehr Kampfkraft gegen. Die Schiffe, die deren Modul verwenden, werden Großkampfschiffe. Nee, das will ich ja nicht. Nee. Da sollen schon mittlere Batterien bleiben. Wir nehmen den Kreuzermotor 3. Wir nehmen die bessere Panzerung natürlich. Wir bleiben beim Radar. Tja, ich würde sagen, das passt so, ne? Dieses Flugzeugteil kommt raus. Das machen wir nicht. Dafür können wir. Tja, die Frage ist. Ob wir noch was. Ob wir hier eher auf so nah gehen. Aber ich würde sagen, nicht, ne? Das ist die. Keine Ahnung, wie nennen wir die? Vorschläge, ihr Lieben. Vorschläge für einen neuen Kreuzer.
Also für Namen. Für den Namen eines neuen Kreuzers. Ich will den wirklich mit Bewaffnung ganz stumpf gegen Flugzeugabwehr, ein paar Geschütze gegen Schiffe, U-Boot, mehr nicht. Wir haben U-Boote für den ganzen restlichen Kram. Und ich glaube, Zerstörer haben wir, glaube ich, nicht. Oh, Scholz, nein. Thaler finde ich gut. Wir sind ja Italien. Italienische Städte, das können wir machen. Das können wir machen. Milano, das finde ich gut. Milano, klasse. Das finde ich gut. Das machen wir so. So, und die Milano-Klasse kriegt auch bitte direkten Produktionsauftrag. Und ab dafür. So, da wird produziert. Jetzt will ich da nochmal reinschauen, ob wir dort... Ne, wir haben keinen so nah reingebaut, ne? Das ist ein Fehler. Die Zerstörer der Aufklärer-Klasse... Einmal verbessern. Passt. Dann können wir da auf jeden Fall weiterbauen. Ja, komm. Ja, passt schon. Und dann hätte ich gerne noch... Tja. Wir müssten den eigentlichen Sonar geben, ne? Ich meine, wir haben ja auch... Wir haben ja auch... komm, wir geben den lieber einen Sonar. So. Passt. Gut. Danke für dein Follow. Nosi Nos Kill Only Luck 146. Danke, danke, danke. Wenn einer noch ein Abo hat, dann wäre ich da auch natürlich durchaus glücklich. So, ansonsten sieht es ja an den Fronten erstmal gut aus. Hier hinten. Was ist das jetzt? Kriegen wir noch irgendwo? Kriegen wir nicht. Danke fürs Folgen. Hellenmaster. Hellmaster. Hi. Liebe Grüße. Wo ist denn hier? Da ist er. Schiffsproduktionsleistung 20%. Den nehmen wir. Auf geht's. Der ist gut. So, haben wir hier wieder ein bisschen was versenkt. Handelskonvois. Der Ramazzotti-Bomber wäre schon schön. Ja, ich glaube nicht, dass das realistisch ist. So, Moment. Militärfabriken. Ja gut, das wird jetzt natürlich eine ganze Weile kommen, ne? Wir werden einmal bitte, bitte, bitte in der Reihenfolge Militärfabriken vergeben. Erstmal für die Infanterieausrüstung. Dass wir dort genug haben, weil wir ja aktiv im Angriff sind. Und dann werden wir die Flugzeuge ausrüsten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihr noch ein Flugzeug geben können, wo wir gerade beim Thema Flugzeuge waren. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo eins übrig haben. Ich glaube nämlich nicht. Soweit haben wir da. Du bist aber auch einer Armee zugeordnet, ne? Hm. Ich glaube, wir haben gar keine Flugzeuge mehr. Verbesserte Luftnahunterstützung können wir da einmal... raushauen. Wir können ihr... Gott, das sind Marinebomber. Hier haben wir noch irgendwo... Warte mal. Jäger. Ja, gucke mal. Kleine Flugzeugzelle. 58. Bub. Okay. So, die kannst du bitte kriegen. Dann hast du wenigstens auch ein ganz bisschen Luftunterstützung. So. Die ist veraltet. Ja, die ist veraltet, aber wir können uns den Komplettumstieg im Krieg nicht leisten. Ich kann es ja gerne mal... Pulled Pork, hi, liebe Grüße an dich. Wir können uns den Komplettumstieg nicht leisten, weil wir... Also wir sind hier schon 288 in den Miesen, 5 LKWs und Zusatzausrüstung. Aber das größte Problem ist, wenn wir jetzt umsteigen... dann verlieren wir die Produktionseffizienz hier. Die Oberleistungsgrenze sinkt.
Und das ist das Problem. Das heißt, wir produzieren jetzt knappe, ja, was ist das? 60, irgendwie so 70, 370 am Tag. Und wir werden jetzt Stückchen für Stückchen umsteigen. Idealerweise werden wir mit den Fabriken, die wir beim Erobern der Deutschen haben, die Verluste ausgleichen. Denn wir haben ja nach wie vor hier Verteidigungsdivisionen in der Erforschung, beziehungsweise, wisst ihr was, die können wir noch nicht einsetzen, okay. Wir könnten die schon einsetzen und hier eine Landung machen, in den Philippinen hier unten, das wäre möglich. Aber sobald wir zum Beispiel die hier einsetzen können, werden wir das auch machen. Die Truppen sind mittlerweile halbwegs gut ausgerüstet, das passt schon, ja. Okay, ja, hier kommt es jetzt langsam ins Stocken, ne? Oh, wir stehen in Frankfurt. Wir stehen vor Frankfurt. Essen. Tja, Leute. In Essen spricht man bald nur noch Italienisch. Also. Wer kommt aus Essen von euch? Ja, jetzt wird's kritisch. Ne? Jetzt sieht man schon, jetzt ziehen die deutschen Truppen ab. Das wird aber hoffentlich bedeuten, dass wir wiederum... Haben wir jetzt eigentlich hier hinten gegen die Krieg? Sind wir... Moment. Stopp. Sind wir gegen den Krieg? Was haben wir jetzt gemacht? Bin hier jemand zurückgezogen? Nee. Ja, wir sind gegen die im Krieg. Aber das heißt hoffentlich, dass die hier... Oh, Leute. Nehme ich im Ernst. Unsere Truppen stehen vor Moskau. Ja, sehr gut. Wie sieht es hier unten aus? Och, echt. Halt, macht doch mal hier unten, ey. Wenn ihr das jetzt verliert, weil da einfach so ein deutscher Panzer einmal durch Russland gefahren ist, ne? Dann, das gibt's ja wohl gar nicht. Was ist denn das hier unten, bitte? Leute, das kann doch nicht wahr sein, ey. Einmal mit Profis arbeiten. 4 Handelskonvois versenkt, das ist nicht schön. Wir gucken hier mal weiter. Ich hoffe, an der Front gibt es erstmal nichts Wichtiges zu tun. Ja, bis Sachsen kommen wir auch noch. Belgien. Der was? Das nationalistische Spanien hat ja heute die Begründung eines Bündnisses mit den Mittelmeerstaaten verkündet. Wieso? Die waren noch mit Japan zugange. Was ist denn das jetzt? Die sind im Krieg gegen Deutschland. Was ist denn, wenn wir denen eine Durchmarschgenehmigung geben? Also, wann werden wir Spanien angreifen? Was? Was war das für eine Frage? Ach so, die sind schon dran. Ah, okay. Entschuldigt bitte, das war ja Quatsch. Indien will uns Zusatzausrüstung geben. Warum? Ja. Zu den Waffenrufen bei der Sowjetunion. Erstmal machen wir Deutschland. Eins nach dem anderen. So, wie sieht es mit den Marines aus? Haben wir die jetzt? Blub. Einmal einsetzen. Also, die Marines kriegen bitte eine extra Armee. Tja, was nehmen wir denn da? Infanterie-Experten, ne? Ugo. Ugo hatten wir auch schon mal. Ugo, bitte. Ugo, mein Lieber, du machst bitte ein, wo haben wir's? Eine Seeinvasion von dort nach dort. Und ab dafür, mein Lieber. Nicht löschen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ugo finde ich gut. Ich auch. So, Ölversorgung ist ein bisschen... Oh Gott, Leute, guckt euch das an. Ulma und Augusta, ist alles deutsch. Alles italienisch jetzt. Wir stehen vor Nürnberg. Wir haben... Ja, in Österreich läuft es nicht ganz so gut. Aber zumindest halten wir die Truppen hier. Unsere Elite-Truppen hier oben sind ganz gut. Oh, da ist ein Kessel. Da ist ein Kessel, den müssen wir uns holen. Pass auf, da unterstützen wir mal. Den müssen wir uns holen. Da gucken wir, dass wir dranbleiben. Das sind 2 Divisionen der Deutschen weniger. Top. Pronto, Signore. Und angreifen. Pronto, Signore. Genau. Einmal angreifen, dann haben wir den Kessel auch erledigt. Top. Nee, ich will nicht in irgendwelche anderen Kriege. Wir sind doch schon bei den Deutschen mit drin. Was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Lass uns doch mal eine Sache vernünftig fertig bringen. So. Ja.
Das können wir weiterlaufen lassen. Okay, ist irgendwas Wichtiges hier gewesen? Nö. Der könnte interessant sein. 3 schwedische. Naja. Gut. Immer noch kein Krieg. So, wo sieht's hier aus? Ja, Leute, wir kommen gut voran. Hier oben bitte einmal, zack. Zentimeterradar. Das wiederum ist gut. Wir gehen bitte auf die Rechenmaschine, damit es ein bisschen schneller geht. Wir haben immer noch veraltete Ausrüstung produziert. Wir müssen mal gucken. Da sind wir jetzt ganz durch, ne? Wir gehen bitte... Warte. Stopp. Wir sind bei 260 Infanterieausrüstung in den Miesen. Wir bleiben bitte dabei und die nächsten Fabriken gehen bitte alle in die Infanterieausrüstung. Da dürfen wir nicht nachlassen, obwohl ich... Nee, das müsste passen. Nee, passt. Lassen wir so. So, wie sieht es jetzt hier aus? Landet ihr mal? Auf geht's, mein Lieber. Ugo. Achso, in 8 Tagen noch. Ja, 8 Tage haben wir noch. Okay. Was haben wir da? Leibpacht. Machen wir. So, jetzt wird sie langsam kritisch an der deutschen Grenze. Jetzt stehen wir vor Kassel. Jetzt wird es langsam ein bisschen zögerlicher, aber wenn wir hier durch sind, dann können wir gucken, dass wir unsere Fronten hier vereinen so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass wir die Truppen ein bisschen ausweiten sollten, Richtung Ungarn und dort vorstoßen, denn, da passiert mir noch ein bisschen zu wenig da unten, wenn ich ehrlich bin. Aber das sieht ja schon mal, also hier sieht es schon mal gut aus an den Fronten. So, kurze Pause. Muss einmal kurz angucken, das ist uninteressant. 4 Zerstörer der, was ist das? Rumänen, ne? So, wie viele Tage haben wir noch? 1 Tag. So, jetzt wird's interessant. Wir wollen ja hier landen. So, auf geht's. Wir holen uns erstmal unsere Inseln wieder. Gucken wir, ob das klappt. Und? Top. So, Pause. Einer noch da, bitte. Einer bleibt da und einer geht bitte da unten hin. Die das nicht verteidigt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, Schiff verloren. Ja, die Briten. Okay. Da, Deutsche. Okay, das ist okay. Amerikanische passt. So. Ja. Jetzt sind wir schon langsam. Okay. Pass auf. Du greifst da an und du... Von da bitte. So. Ja, da unten sind sie, ne? Da unten haben sie sich in Cagliari haben sie sich verschanzt. Pronto. Einmal damit angreifen. Das will ich immer noch nicht machen. Danke. Wir könnten gleich mal gucken, ob die deutsche Schiffre entschlüsselt ist. So, was haben wir hier? Das ist Artillerie. Ja. Weicher und harter Angriff. Das klingt gut. Das machen wir. Na, oh, shit. Das ist unschön. Panzerabwehr. Ja. Wir gehen gleich weiter mit der Panzerabwehr. Und werden bitte einmal, danke, die Produktion haben wir schon umgestellt. Okay. So, jetzt können wir nochmal eine andere Sache machen. Jetzt werden wir nochmal... Wir können die Truppen immer noch nicht einsetzen. Ach, wir haben kein Gebiet festgelegt. Oh, ich Depp. Einmal da bitte und dann die ganzen Truppen einsetzen. So. Und die Truppen setzen wir jetzt auch ein. Tja.
Und die lassen wir, pass auf, eine lassen wir in der Ausbildung drin. So, dann haben wir hier neue Truppen. Jetzt müssen wir ein bisschen was machen. Wir haben die 20 hier. Die kriegen eine eigene Armee und einen eigenen Kriegsschauplatz. Das ist nämlich Italien. Wir nennen das mal Verteidigung. Und das wird aufgesplittet in... Obwohl, nee, wir brauchen nicht 10. Das passt. Das ist hier. Das sind die. So. Du kriegst jemanden, der bei der Verteidigung möglichst gut ist. Sebastiano Visconti Prascalata. Oder sowas. So. Wir machen bitte einmal Verteidigung. Dort und dort. Das sind 15 und dort... Die beiden da unten. Und dann hätte ich gerne einmal da in Calais. In den beiden. Das sind 26 Divisionen. Knotenpunkte machen wir nicht. Dann sind wir bei 19 und dann passt das. Gut. So, das ist das erste. Und das zweite. Pronto. Ihr kriegt bitte ebenfalls Pronto, Signore. Eine weitere Armee. Sehr schön. München ist Monaco, die Bavari. Echt? Nein! Monaco, die Bavari. Das ist ja geil. Das ist ja irre. Leute, wir stehen vor Leipzig. Ja. Also, ihr Leipziger. Also mal gucken. Ist meine Heimat schon befreit? Ah, noch nicht ganz. Verteidigt sich noch. Aber Leipzig redet bald Italienisch. Lernt schon mal Italienisch, Leute. So. Nicht zugewinnte Division. Ja, wir müssen nämlich hier hinten noch ein bisschen mehr tun. Und sie kriegt jetzt eine eigene Armee hier hinten. Das heißt, wir brauchen... Tja, wen haben wir denn da? Mario Ricci. Tja, das ist alles nicht so prall hier, ne? Pietro. Haben wir da noch einen guten? Ach, guck. Eine Frau. Das ist doch super. Nehmen wir. Ja. Perfekt. So, euch können wir jetzt... So, wir geben euch von hier aus ein bisschen mehr. Wir sagen einmal... Bis nach da hätte ich das gerne. Grobe Richtung. So. Und dann werdet ihr eine Angriffslinie ganz andere Richtung starten. Nämlich dahin, aber von da aus. So. Und sie wird bitte ihren Befehl erstmal stoppen. Dann machen wir jetzt mal eine komplette Umorganisation. Dann haben wir hier eine Verteidigung. So, hier sieht es auch sehr spannend aus. Jawohl, leichter Panzer. So, was haben wir hier? Angriffe, das ist mir egal. Panzer machen wir gleich. Boah. Die wissen nicht mal, was sie tun sollen hier oben. Guck mal, fahr doch mal da oben hin nach Wilhelmshaven. Nee, darum. Oder naja, da oben nach Bremen. Da soll es ganz schön sein zu dieser Jahreszeit. Zack. So, was ist er hier? Zu den Waffenrufen? Nix, machen wir nicht. Untätiges Forschungsteam. Ja, wir machen bei den Panzern weiter, bitte. So. Jetzt müssen wir ein paar Sachen machen. Einmal Öl kaufen, das ist wichtig. Wir haben, glaube ich, zu wenig Öl. Nicht genügend Mannstärke oder Ausrüstung. Oh. Das geht ja ganz schön runter jetzt. Wir haben keine Infanterieausrüstung mehr. What? Was? Minus 3.500? Alter Falter, ey. Boah, das ist ja der Wahnsinn, oder? Minus 3.500 Infanterieausrüstung ist mal krass.
Also das Problem ist, wir müssen so allmählich diese Angriffe mal einstellen. Ne? Also wenn ich mir das hier angucke, wir haben fast keine Infanterieausrüstung mehr. Und dann wird es halt kritisch. Ne? Wenn wir das nicht mehr haben, dann tut es irgendwann weh, die Angriffe. So, was haben wir hier jetzt? Da aber schneidet sich irgendwas. Was ist das jetzt hier? Zweite Armee? Ach, das ist sie. Nein. Guck mal, das können wir wegmachen. Hier ist ja Quatsch. So. Tja, ihr könnt auch mal kurz angreifen. Mal gucken, was da passiert. So, tja, wir müssen Infanterieausrüstung. Aber die Produktion läuft doch, oder nicht? Boah. Guckt euch das an. Produktion läuft auch auf Hochtouren. Aber wir sind bei minus 3.500. Wie weit stehen die Deutschen denn vor der Kapitulation? Ah ja. Ein bisschen haben sie noch, ne? Also Berlin sollten wir schon haben. Ja, mach mal weiter. So, tja. Also wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt ungern einen neuen Panzer designen. Aber das eigentlich können wir es uns nicht leisten, ne? Wir können mal gucken, ob wir irgendwo Infanterieausrüstung auf dem Markt kaufen können. Oh, 8000 Einser. Ha. Tja. Mit einer schlechten Pistole zu kämpfen ist besser als mit gar keiner, ne? Wir machen das. Wir machen das. Komm. Wir holen uns 8000 Einser aus Norwegen. Dann haben wir zumindest ein bisschen was wir an die Truppen geben können. Das wird die Kampfstärke nicht erhöhen, aber hoffentlich auch nicht senken. So. Jetzt machen wir hoffentlich erstmal hier die Ecke. Du kannst doch bestimmt da mal angreifen, oder? Du wirst unterstützt von da. Dann machen wir da mal einen Kessel. Na, siehste wohl. Da bitte. Da bitte. Da bitte. Da bitte. Jetzt müssten wir hier nochmal die Organisation ein bisschen verändern. So, was machst du jetzt hier? Du unterstützt, ne? Oh, was ist denn hier? Eine Landung? Nein, die versuchen nicht ernsthaft eine Landung, oder? Ach nee, das ist Verstärkung. Okay, ja, mein Fehler. So, haben wir hier alle? Hier ist eine offene Wunde, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Oh, verbesserte U-Boot-Schnorchel. Machen wir auch gleich. Jetzt erstmal alle da rein. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier einige Divisionen haben, die gerade nicht wissen, was sie tun sollen. So, jetzt müssen wir uns erstmal um die Schiffe kurz kümmern. Wir haben hier, wie viel? Zwei U-Boote. Da eins. Das kommt da rein, bitte. Wir können das alles hier mit reinpacken. Und ihr kommt da unten mit rein. So. Okay. U-Boote. Das ist die Nerdilus-Klasse. Die Nerdilus-Klasse hat... Welcher war jetzt der mit dem Schnorchel? Der hier, ne? Der kann bitte Schnorchel des Typs 2 kriegen und speichern. Und bitte die neue Nerdilus-Klasse bauen. Jetzt ist die Frage, warum ich die Nerdi-Klasse noch baue. Die hat einen Radar mit dabei, ne? Nein. Nee, machen wir nicht mehr. Wir schmeißen die Nerdi-Klasse raus und bauen nur noch die Nerdilus-Klasse. Und dann bauen wir die Milano und die Littori-Klasse jetzt erstmal mit Priorität. Ich denke, so viele braucht man nicht. Genau, wir bauen jetzt erstmal lieber die anderen Schiffe. Da gehen wir wieder zurück auf 1. Das können wir uns auch nicht leisten.
So, wir bauen lieber Infanterieausrüstung. Wie viele Panzerabwehrkanonen haben wir? Da sind wir im Plus. Dann nehmen wir auch nochmal ein Stack raus. So, wo sind wir noch im Plus? Leichte Panzer sinkt. Infanterieausrüstung. Artillerie haben wir auch noch genug. Wie viel produzieren wir an Artillerie? Dann nehmen wir auch mal zwei raus und setzen alles in die Produktion für die Infanterieausrüstung der Klasse 3. So, tja, hoffentlich klappt das. Forschung? Tja. Ich hätte da ja eine Idee, ne? Atomforschung, bitte. Moment, jetzt haben wir noch eine Sache vergessen, nämlich hier. Das ist Fiat. Fiat baut unsere... Oh, das sind unsere Panzer. Durchbruch plus 5%. Den nehmen wir. Pronto, Signore. Können wir bitte mal da angreifen? Ah, geht nicht, ne? Was ist, wenn wir damit unterstützen? Haben wir jetzt hier unten eigentlich... Da sind wir jetzt durch, ja. Alles klar. Division Armee 7 ist da. Welche Armee ist das hier? Okay. Der hält. Okay, alles klar. Der ist einfach... Na, da haben wir also eine Lücke. Aber die hat noch keiner gesehen. Gott sei Dank. So, italienische Infanterie-Panzerabwehr. Da machen wir gleich mit weiter. Zack. Da will ich gleich weitermachen. Und was ist das? Unser U-Boot. Achso, das ist der mit den kleinen. Ja, der haben wir ja so und so. Das ist egal. Die haben wir so und so nicht im Bau. Keine Vorlage für die mittleren Panzer, ne? Pass mal auf, wir schmeißen die raus. Wir schmeißen die raus. Wie viel haben wir davon gebaut? 200. Die lassen wir im Lager stehen. Die verrotten jetzt einfach irgendwo. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Wir müssen zusehen, dass wir möglichst viele Infanterieausrüstung bauen. Wie viel haben wir da noch in den Miesen? Boah, noch 80. So, wir stehen vor Berlin. Los, Berlin. Angriff. Nicht, keine Müdigkeit vortäuschen. Bremen und hier oben, die halten sich noch wacker. So, wir müssen hier unten die Angriffe einstellen. Wir werden die Front auch nochmal kurz umorganisieren hier. Pronto, Signore. Da will ich tatsächlich nur verteidigen. Von da aus... Ne, pass auf, wir machen hier nochmal... Moment, stopp. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Können wir von ihm die Frontlinie vielleicht sogar kürzer machen? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Rechtsklick, um die Frontlinie zu bearbeiten. Ja, ich hätte das nämlich nur gerne bis nach da, genau. Und du nimmst bitte das von hier. Genau. Ab da bitte. Bis nach... Boah, grobe Richtung bis nach da. So. Okay. So. Damit nämlich die Truppen hier ein bisschen weniger Land hier unten haben, was sie angreifen müssen und dass ihr hier mehr habt. Berlin! Berlin ist italienisch! Bernino. Berlino. Wir fahren nach Berlino. So. Nicht mehr so viel. Sie kontrollieren 20% der Siegpunkte, Leute. Und guck mal, unsere Truppen sind nach, was auch immer das Örtchen hier heißt. Aber sie haben immer noch nicht Moskau zurückerobert. Oh, Leute. Aber hier hinten
haben sie wieder gute Gebietsgewinne zu verzeichnen. Hier unten geht's mit rein, da unten. Also sieht doch halbwegs gut aus. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir da oben nach Hamburg kommen. Das sieht nicht gut aus. Da hat er jetzt natürlich starke Verteidigung. Einmal da lang und dann nach Hamburg bitte. Kommen wir da in Bremen irgendwie rein? Panzerabwehr. Ja, gucken wir uns gleich an. Alle bitte zur Verstärkung. Ja, er macht seinen Job nicht schlecht. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, Pause. Das machen wir nicht. Flugabwehr können wir... Machen wir nicht. Produzieren wir eh nicht. Macht keinen Sinn. Haben wir... Logistik. Ich würde gerne bei der Logistik weitergehen. Und nach Möglichkeit gucken, dass wir dort was reinpacken. Jetzt sind wir 100 im Plus bei der Produktion. Da können wir schon mal ein bisschen was mit ausgleichen. Weil wir jetzt weniger angreifen. 12 Tagen. Das machen wir nicht. Ein Agent kann rekrutiert werden. Einmal dahin. Und dann könnten wir gucken, dass wir für die finale Schlacht... Ah, es geht immer noch nicht. Wir müssen mal unsere Kryptologieabteilung weiter ausbauen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das noch was wird. Wir haben nach wie vor die veraltete Ausrüstung in Produktion. Die bleibt auch noch in Produktion. Tja, ansonsten nicht genügend Mannstärke in den besetzten Gebieten. Das ist mir egal. Ja, Moment, ist nicht egal. Da vorne müssen wir was machen. In den Niederlanden. Wir könnten einmal gucken, dass wir harte Quoten erfüllen. Ja, dass wir hier ein bisschen, da müssen wir ein bisschen härter rangehen. Das dürfen wir nicht riskieren, dass die uns irgendwie in den Rücken fallen. So, freie Schiffswerften. Dann machen wir die Nerdilos-Klasse. Da können wir da mehr Schiffe bauen. Ganz wichtig. Das habe ich vergessen. Wir brauchen Öl, Leute. Öl, wo kriegen wir unser Öl her? Wieso liefert uns Mexiko kein Öl mehr? Was ist das denn? Sowjetunion, bitte. 40 Öl. So, wie sieht's jetzt aus? Kommt ein bisschen was an wieder? Na, siehste wohl. Jetzt steigt's. Was haben wir noch? Guatemala hat kapituliert. Na dann. Bremen! Bremen gehört uns, Leute. Bremen gehört uns. So, einmal angreifen. Und bitte einmal damit unterstützen. Und ihr beide geht damit rein. Ja, jetzt steht die Schlacht um Hamburg an, Leute. Wir gucken mal. Nein, du da bitte. Und ihr unterstützt da. Wir müssen... das wird nicht gut. Machen es erstmal da. Und ihr kämpft damit. Was ist kaputt? Die Brasilianische Sozialistische Republik hat Brasilien den Krieg erklärt? Bitte was? Da unten? Da mische ich mich nicht ein. Nix. Die können ihren Kram ganz alleine erstmal machen. Da ist eine ganze Menge passiert. So, wir brauchen bitte... Ja, wir setzen mal tatsächlich ein bisschen was auf LKWs. Da haben wir aktuell ein paar Probleme. Machen wir mal 5 rein. Dann können wir das auch ausrüsten. Okay. So, weiter geht's. Tja, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir machen unsere Angriffslinie erstmal hier oben Richtung Ostsee.
Ja. So. Emden. Ah! Ja! So. Sehr gut. Das war's. Leute, der Krieg ist vorbei. Gegen die Deutschen. Das war's. Wir haben gewonnen. Mega. Richtig gut. Tja, was machen wir denn jetzt? Feierabend? Nein. Also schon, aber wie viel haben wir es denn? 22.35 Uhr? Ich muss mal was gucken. Wo habe ich denn das Fenster? Das dürft ihr leider nicht sehen. Ach Gott, ey, ich könnte euch so viele geile Spiele zeigen, aber ich darf so nicht. Ich darf nicht mal sagen, was ich alles habe. Ich bin noch im Krieg gegen die Alliierten, ja. Theoretisch, ja. Genau. So. Satisfactory machen wir morgen. Das ist immer, ich muss bei Spielen, also habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, ich spiele auch ganz selten mehrere Spiele hintereinander. Das hat was mit meinem Kopf zu tun. Ich konzentriere mich da auf ein Spiel, denke mich in das Spiel rein. Ich habe ja auch eine halbe Stunde, Stunde vorher mir die ganzen Sachen und die angeguckt und beim Kopf die ganzen Sachen durchgeplant. Das werde ich morgen bei Satisfactory auch machen. Und dann gehen wir ins Spiel rein und versuchen das auch möglichst optimiert zu spielen. Ich kann das ganz, ganz schlecht so umschalten und dann sagen, hey, lass mal eine halbe Stunde in dem Spiel und dann eine Stunde in dem Spiel. Das hat aber, ist halt einfach so bei mir. So, jetzt machen wir erstmal Friedensverhandlungen. So, jetzt wird erstmal alles erobert. Das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Was bitte? Wer hat denn hier jetzt... Wieso kann ich denn das nicht mehr nehmen? Wer hat sich denn das geschnappt? Was ist denn hier jetzt los? Wer hat sich denn die jetzt genommen hier? Okay. Nix. Das will ich beides haben. Nix gibt's aber gar nicht. So. Das will ich haben. Definitiv. Das nehmen wir. So. Und dann will ich eigentlich auch den hier haben. Den hier. Da gibt's Industrie und Stahl. Das brauchen wir. Zackebumm. Ja, Vorarlberg will ich haben. Bupp. So. Jetzt können wir... Tja, was machen wir jetzt? Ich würde ansonsten mit dem Rest... Was machen wir denn da jetzt? Moment, die haben die hier oben auch erobert, ne? Hm. Was haben wir denn hier noch alles? Da ist nichts mehr... die Briten, die sind auch mit dabei? Ne, Moment, aber das ist doch... Ne, mit denen können wir nichts machen. Ja, das da unten, das ist mir egal. Das können sie machen, wie sie... Das können sie machen, wie sie wollen. Ich hätte gerne mit dem Rest eigentlich... Mit dem Rest hätte ich gerne... Ich würde sie gerne zur Marionette machen. Den Rest von Deutschland. Wir gucken mal, dass wir hier ein paar strategische Regionen auswählen, die wir hier tatsächlich zur Marionette machen. Nee, kann ich nur abtreten, das wollen wir nicht. So, Forderung einreichen. So, dann wollen wir weitere Marionetten. Marionette Deutschland geben wir idealerweise da. Die kriegen noch das.
Das nehmen wir auch bitte. Gucken, ob das klappt. Ist uns das uns egal. Zack. Ah, wird wahrscheinlich nicht klappen. Unsere Punkte reichen nicht. Ja, ich denke, das ist okay. Wir müssten jetzt hier theoretisch eine Marionette haben. Da unten ist noch die Sowjetunion. Komm, wir gucken, ob wir die noch da rauskriegen. Aber ich glaube nicht. Wir haben nur 157 Punkte. Nee. Geht nicht mehr. Keine Punkte. Wir passen. Gut, das war's. Guten Abend, Go Sammy. Hi. Achso, es hängt bei mir übrigens gerade. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich nicht weitermache. Das ist normal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht abstürzt. Aber wir warten auf Antwort des Programms. Das macht da gerade einfach irgendwas im Hintergrund. Und dann hoffe ich, dass es gleich funktioniert. Aber diese Konferenzen und die ganze Welt neu zeichnen, das dauert immer ein bisschen länger bei dem Spiel. Ja. Das alte Leiden von großen Paradox-Simulationen. Ja, vor allen Dingen, wenn wir so unglaublich viele Sachen haben. Also normalerweise mache ich mir da auch keine Sorgen. Also sollte es gleich funktionieren. Das kann sich nur um Stunden handeln, bis es fertig ist. Und wenn nicht, dann gucken wir, dass wir noch eine halbe Stunde was anderes spielen. Oder wir machen Feierabend. Müssen wir mal gucken. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja gewonnen. Wir haben ja gewonnen. Also wir sind ja durch. Ja, wir haben es gewonnen. Wir haben es geschafft. Und Deutschland besiegt. Ziel erreicht. Volksrepublik Italien besitzt jetzt im Prinzip mehr oder weniger alles. Ansonsten vielleicht gucken wir, ob wir noch einen Safe haben, aber wir warten nochmal 2-3 Minuten ab. Das, wie gesagt, das dauert normalerweise tatsächlich ziemlich lange. Ich habe das Spiel versucht, bin aber nicht durchgestiegen. Ja, wir können gerne mal eine Anfängerrunde machen und dann tatsächlich einfach mal gucken mit einer Anfängerrunde und dann mit viel Erklärung oder sowas. Ja, aber hätte ich kein Problem mit. Können wir gerne mal machen. Die Schweiz da unten bleibt neutral. Ach, na guck, da haben wir es doch. Da ist es. Zackebumm. Oh, Leute. Was, wieso gehört denn das Italien? Was ist das denn bitte? Das habe ich aber nicht genommen. Habe ich das genommen? Das ist Italien? Das machen wir unabhängig, das will ich nicht. Das machen wir nicht. Ja, Mensch, das ist doch mal ein gutes Ei. Jetzt müssen wir erstmal gucken, gegen wie wir überhaupt noch im Krieg sind. Wir sind noch im Krieg gegen die Briten und alle. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Ich habe Stellaris tatsächlich noch nicht gespielt mit dem Sturm-DLC. Nee. Tatsächlich nicht. Wir können noch ein bisschen weiterkämpfen, aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Beim nächsten Mal starten wir eine neue Runde Heu 4. Und Italien war eine geile Runde, muss ich echt sagen. Also das hat echt unheimlich viel Spaß gemacht. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, was das hier ist. Das ist unsere Marionette. Italienisches Deutschland. Ah, sehr schön. Das ist die Weimarer Republik. Oh, die Schlawiner. Das haben die Engländer gemacht. Wetten? Das haben wir nicht mehr gekriegt. Weil das sind die Ländereien, die wir hier uns gezogen haben. Pass mal auf, können wir das Ländle hier... Was ist das denn hier? Also das ist ja... Nee, das müssen wir unabhängig machen. Was ist denn hier zersplittet worden? Da ist noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen was. Sind wir jetzt eigentlich mit dem im Krieg? Tatsache, mit denen sind wir noch im Krieg. Gegen wen sind wir denn jetzt im Krieg? Ach, gegen die noch alle? Ach, guck.
Ja. Luxemburg. Das ist alles noch italienisch hier, ne? Krass. Ja, ist aber gut. Also unsere Produktion ist definitiv gestiegen. Das muss man sagen. Wir haben 126 Militärfabriken. Und wir haben hier unten definitiv jetzt nichts, ne? Jetzt könnten wir mal gucken, dass wir die jetzt einfach mal... Dass wir hier einfach mal gucken, bis wir ein paar übrig haben. Und jetzt müssen wir so und so gleich mal nach der Weltherrschaft mit Südafrika. Das ist eine harte Nummer. Aber jetzt müssen wir so und so erstmal hier unsere Fabriken organisieren. Sowas mit dir jetzt hier. Greifst du eigentlich noch an? Ach, ihr seid noch da unten. Oh Gott, euch habe ich total vergessen. Oh Gott, ich habe die total vergessen, die Jungs da unten. Verdammt noch eins. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist das jetzt hier? Also, pass mal auf, kann ich nicht das hier an Deutschland geben alles? Geht das? Das geht doch irgendwie, oder? Moment. Also, pass auf. Die Tschechoslowakei. Was ist das denn? Set border avoidance rule for your allies? Das ist doch irgendeine... Nein. Will ich nicht. Ich möchte dir Region abtreten. Blub. Ich möchte dir geben das Sudetenland. Sudeti, ne? Genau. Und Boemi. Sudeti und Boemi. Sudeti. Genau. Boemi. Bob. Das will ich nicht. Und was ist das? Moravia. Und Moravia. Das will ich auch nicht haben. Bab. Ach, da habe ich noch eins vergessen. Ja, das werden sie natürlich annehmen. Okay, passt. Pass auf, jetzt kriegst du noch Dester und Dester. Das will ich auch nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Ach so, geht erst 43 wieder. 18. November. Ja, easy. Ist ja kein Problem. Aber das will ich nicht. Das brauchen wir nicht. Das machen wir nicht. Also hier unten unsere Grenzen sind mir ausreichend. Und eigentlich hätte ich auch gerne, dass wir... Pass mal auf. Wir gucken mal, dass wir... Untertanen... Besetzte Gebiete. Niederlande. Niederlande machen wir mal. Rückgabe von Gebieten an Niederlande ist nicht möglich. Sie besitzen. Ja, das besitzen wir noch nicht, ne? Ach so. Ja, das ist ja noch. Na klar. Wir sind ja noch in Deutschland. Das da oben ist ja noch alles besetztes Gebiet. Der Krieg ist ja noch gar nicht rum. Okay. Ja, alles klar. Gut. Also da müssen wir uns nicht dumm kümmern. Aber mit denen sind wir noch im Krieg, ne? Nee. Ach, der ist unser Freund. Genau, der ist unser Freund. Alles klar. Gut. Ist die Weimarer Republik Freund oder Feind? Mit wem sind die denn jetzt verbündet? Ja. Das kommt von den Briten. Die Weimarer Republik. Okay. Gut. Dann gucken wir erstmal, dass wir hier mal ein paar Befehle geben. Infanterieexperte. Den können wir nichts machen. Da könnten wir tatsächlich Festungsknacker. Finde ich gut. Machen wir. Bewegungsfähigkeit zu Land. Ja, auch gut. Ja, haben wir das auch. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal... Jetzt müssen wir erstmal gucken... Gegen wen müssen wir denn wo jetzt erst überhaupt stehen? Pass auf. Da. Bup. Was ist das denn? Ja, bin ich ganz sicher, was... Oh, Moment. Ah, die Weimarer Republik ist ja nicht mit im Krieg, ne? Das heißt, da... Genau. Und dann stehen wir... Bis wo stehen wir da bitte? Was? Das ist ja der Hammer, ey. Okay, vielleicht teilen wir uns das auf. Das ist du. Moment, wir können ja einfach... Pass auf, wir machen das ganz anders. Du kommst damit rein, du kommst damit rein. Und dann kriegt unser Superheld... Kriegt ja aber die komplette Front. Bupp. Jo.
Passt das? Passt. So, da kann er sich jetzt ja an die komplette Front stellen mit unseren Truppen. Und dann sollte das passen. Die Sowjetunion kommt ja auch. Die ist ja auch unterwegs. Da mache ich mir jetzt Südamerika beherrschen mit Chile. Das ist auch spannend, ne? Wo sind wir denn überhaupt? 43. Weltkrieg vorbei. Passt. Jetzt sollten wir uns als Italiener möglicherweise auf, was ist das? Der Tod von Zar Boris von Bulgarien. Vereinigte Könige Dänemark mit in unseren Krieg geholt. Hat das italienische Deutschland hier oben. Ja. Wer ist eigentlich hier an der Macht? Karl Schmidt. Und wer regiert in der Weimarer Republik? Konrad Adenauer. Seht ihr, hatte ich doch recht. Können wir mal nicht angepackt mit denen schließen. War kein Problem mit denen. Da waren die Briten halt schneller als wir. So. Na, die Weimarer Republik. Moment, was? Moment. Ist mir egal. Wem sind die beigetreten? Der großasiatischen Wohlstandssphäre? Was zum Henker? Das ist ja. Was ist denn hier los? Jetzt machen wir erstmal Krieg hier hinten. Was ist denn das jetzt? Wer ist denn jetzt hier noch zugange? Jetzt machen die hier Landeoperationen oder was? Iran? La Rochelle landet. Moment. Aber die. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Jetzt. Was zum Henker? Was ist hier. Also. Das ist ja wohl. Jetzt kämpfen hier Leute auf unserem Gebiet. Geh weg! Geh weg! Schleich die! Das gibt's ja wohl nicht! Ach Gott, Leute, Leute, Leute. Zu den Waffenrufen. Gegen wen? Lettische Volksrepublik, Union. Wer ist denn der Feind? Spanien und Schweden? Nix. Die haben uns gerade den Hintern gerettet, Leute. Hier wird nicht gegen Spanien und Schweden gekämpft. Kommt gar nicht in Frage. Was, wieso gehört denn das jetzt der Sowjetunion? Was sind das jetzt? Und wieso stehen hier 72 italienische Divisionen? Ich wollte mich doch zwei Äpfel hier. Warte. Nochmal. Also, Moment, stopp. Irgendwas läuft hier gerade ganz und gar schief. Also, normal. Bitte an eine Grenze stellen. So. Vernünftig verteilt. Nicht 72 Divisionen auf ein Stückchen. Und dann greifen wir dahin bitte an. So. Außer Mitte. Nein. Außer Mitte heraus bitte. Deine Panzerabwehr, gucken wir uns gleich an. Das Spiel ist kaputt. Ja, ich glaube echt, dass hier zu viel jetzt durcheinander ist. Ich will hier mit noch kein. Ich habe genug Kriege gerade. Leibpacht. Wenn dir das italienische Deutschland Zusatzausrüstung schenkt, dann hast du es echt nötig, ne? Was ist denn hier los? Ich habe doch 67.000. Was habe ich noch auf Lager? Wir haben auf Lager Karabiner. Das braucht kein Mensch. Die Map 38. Da haben wir 11.000. Was ist das? Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? FNAP 43 und MAP 38. MAP 38 bauen wir noch, passt. Und die FNAP. Die FNAP 43 haben wir auf Lager 0. Brauchen wir 1,5. Und ansonsten haben wir haufenweise Grütze auf Lager. Also wirklich. Restbestände. MP40. Oh, das allerdings ist nicht schlecht. MP40 ist tatsächlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Da können wir mit arbeiten. MP40 ist gut. Ja, der Rest ist gut. Halbwegs. Aber MP40, MP43 sogar. Oh ja, das ist gut. Das ist vergleichbar Infanteriewaffe 2 und 3. Von den Deutschen. Da können wir schon mal mit arbeiten. Ja, komm. Auf geht's hier. Wenn du in Position bist, greif an. Ja, komm, wir lassen das nochmal sein. So. Soll er machen? Weimarer Republik ist verbündet. Jetzt haben wir hier eine Forschung. Wir könnten jetzt eigentlich mal in Richtung der Flugzeuge gehen, ne? Und tatsächlich dort
die Produktion mal hochfahren. Also da haben wir tatsächlich, da hängt man noch ganz schön hinterher. Jetzt wird hier natürlich auch ordentlich gekämpft. Der Gegner ist natürlich jetzt ein anderer. Da ist ein U-Boot. Da sind Zerstörer bei. Und neue U-Boote. Du gehst da rein, bitte. Ja. Die sind gut ausgebildet. Die können wir jetzt mal stoppen. Und ich würde sagen, für die U-Boot-Flotte, da müssen wir jetzt eigentlich mal dich hier mal komplett rausnehmen. Und jetzt mal gucken, dass wir wirklich die Briten... Was sind das? Das ist ja niedlich. Die Briten mal so ein bisschen intensiver beackern hier. So. Ja, gibt es jetzt hier Krieg, sondern so Truppen in Position? Dann würde ich sagen, geht's los, ne? Kannst du hier nicht mehr irgendwo... Kannst du nicht einfach irgendwo angreifen? Die haben doch nichts. Ja, komm. Marschiert da jetzt mal durch und dann haben wir das Thema auch gleich. Ich finde das so irre, dass die hier kämpfen. Ah, schon der nächste. Bulgarien hat kapituliert. Das dauert nicht lange, dann haben wir den nächsten Krieg hier. Dann haben wir die nächste Friedensverhandlung. Aber da halte ich mich diesmal raus. Sollen wir freie Militärfabriken? Oh, das ist in der Tat wichtig. Zack. So. Der nächste. Eine beunruhigende Entwicklung. Das kann man jetzt so oder so sehen. Da kämpft auch nochmal einer. Ey, ist so irre, das ist so. Ich frage mich, was die KI hier sieht, ne? Ob die KI wirklich sieht, dass die auf unserem Gebiet rumlaufen. Weil ich meine, wir sind ja, also zwar nicht verbündet mit denen, aber zumindest irgendwas dazwischen, ne? Was auch immer dieses dazwischen ist, man weiß es nicht. Aber, mal ganz davon abgesehen, würde ich jetzt tatsächlich mit unserem Regiment die Heimat, da würde ich gerne mal ein paar ausbilden. Einfach mal, da waren nochmal 31 Divisionen. Damit wir unsere Küstenverteidigung ein bisschen verbessern. So, wie sieht es da aus? Schiffe verloren. Guatemala hat kapituliert. Was geht eigentlich da unten alles ab? Okay, der ist schon längst wieder weg. Union der Sozialistischen Republiken hat kapituliert, was? Wieso sind wir denn in Italien jetzt bis da hinten? Ach, wir haben schon gewonnen. Okay. Ja, alles klar. Die gehen mir auf die Nerven. Ey, also wirklich, ne? Das ist ja wohl peinlich hier. Was ist das denn, Leute? Komm, wir gucken mal, ob wir da mal langkommen. Mann. So, wir haben jetzt gewonnen, oder was? Das ging ja jetzt schnell. Okay. Ja, also, was ist das jetzt hier? Niederösterreich? Die haben ein eigenes Land bekommen? Tatsache. Sowjetische Besatzungszone. Oh. Sozialistische Balkanunion? Ach, die sind... Okay. Aber die haben noch nicht kapituliert, ne? Nee. Doch. Ah, die gehören den Alliierten. Ah, okay, deswegen haben die nicht aufgegeben. Alles klar. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, der Krieg ist gewonnen. Wir hätten noch England als Feind, aber ganz ehrlich, warum die überhaupt dabei sind, verstehe ich bis heute nicht. Das ist, weiß ich nicht. Der Hauptfeind war für mich Deutschland und den haben wir besiegt. Den haben wir hingekriegt. Und ich würde sagen, wir starten in der nächsten Woche eine neue Runde. Ich kann euch ja nochmal die Übersicht zeigen. Ja, wir haben es geschafft. Die Volksrepublik Italien
mit ihrem Vasall Deutschland, also italienisch Deutschland. Mittlerweile spricht man als Hauptamtssprache in italienisch Deutschland. In Berlin übrigens nicht. In Berlin spricht man weiterhin Deutsch, aber in Leipzig, könnt ihr schon mal dran gewöhnen, wird italienisch gesprochen als Hauptamtssprache. Zweitsprache ist Deutsch. Weißwurstpizza auf dem Oktoberfest. Ja, Weißwurstpizza mit einem Schlückchen Wein. Ganz klar. Ja, genau, sächsisch, aber nur als Zweitsprache. Ja, in italienischem Deutschland ist die Hauptamtssprache italienisch. Ja, war eine geile Runde, muss ich sagen. Also wirklich, hat unheimlich viel Spaß gemacht.